Ja, dann fangen wir an, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, kann ich ja sagen, weil wir auch diesmal unser Kolleginnenforum Spezial über den Kollegenkreis hinaus anbieten und eingeladen haben. Ein spannendes Thema heute. Sie wissen ja, dass wir in unseren Webinaren versuchen, immer natürlich die aktuellen Themen aufzugreifen. Aber ich glaube, hier haben wir heute ein ganz besonderes Thema, die KI in der Steuerberatung. Künstliche Intelligenz ist wohl das Megathema zurzeit. Es ist in aller Munde. Viel wird diskutiert. Es ist Fluch oder Segen. Die rechtlichen Bedingungen dafür, kann es wirklich helfen? Und was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Was vermag sie zu leisten? Und natürlich auch die Frage, die uns natürlich heute sehr bewegt: Welche Auswirkungen hat das auf die Steuerberatung, auf unsere eigentliche Tätigkeit, was bedeutet das für unsere Prozesse in den Kanzleien? Wie gehen wir mit Daten um? Wo können wir Hilfe erwarten? Bei welchen Routineaufgaben kann uns KI helfen? Ist der Mensch im Ergebnis überflüssig oder brauchen wir die menschliche Expertise nach wie vor für die steuerliche Beratung? Also alles spannende Fragen, die sich stellen. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, ein sehr hochkarätiges Referententeam hier zusammenstellen zu können, um heute vielleicht erste Antworten zu geben. Und ich bin auch froh, wenn es denn gleich klappt, dass wir nicht nur hier auf Zoom unterwegs sind, sondern auch im Livestream über Facebook, LinkedIn und auch YouTube. Ich kann auch hier schon den Werbeblock nochmal für den Steuerberaterverband Niedersachsen, Sachsen-Anhalt machen, die auch Live-Webinare mit dem Jens Henke, der auch hier heute in der Runde ist, anbieten. Das ist die Einladung, ist heute gekommen. Also auch dort besteht die Möglichkeit, das alles nochmal zu vertiefen. Ich freue mich, dass wir wirklich so viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, Teilnehmer. Sie liegen jetzt weit über 400. Also man sieht, dass das Thema wirklich zieht. Ich würde jetzt überleiten nochmal an unseren Geschäftsführer Arne Hundertmark, der noch ein paar technische Hinweise geben wird. Und dann wird der Vizepräsident unserer Steuerberaterkammer, Carsten Schulz, der auch bei uns den Ausschuss Zukunft der Berufe leitet, die Diskutanten vorstellen und dann ihnen sagen, wie wir uns das heute so alles vorgestellt haben. Ich bin ganz gespannt, fast aufgeregt zu sehen, was hier heute an Mehrwert entsteht. Und das wird, glaube ich, eine ganze Menge sein. Nimmt uns vielleicht so manche Sorge, die der eine oder andere vielleicht auch hat, wenn es zum Thema KI geht. Aber Arne, zum technischen Hinweisen. Vielen Dank. Ja, dann auch einen schönen guten Tag von meiner Seite aus. Sie kennen das aus unseren Webinaren, aber wenn Sie noch keins davon besucht haben, bitte benutzen Sie für Ihre Fragen die Fragen- und Antwortfunktion. Diese können wir nachher zusammenstellen und mit der Aufzeichnung des Webinars veröffentlichen. Aufzeichnung ist das nächste Stichwort. Wir nehmen das Webinar heute auf und stellen Ihnen das im Anschluss zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie zwischendrin einen wichtigen Mandantentermin haben, können Sie sich ab dem Punkt, wo Sie ausgeschieden sind, die Aufzeichnung noch einmal anschauen. Sie können den Fragen der Kollegen auch ein gewisses Gewicht geben. Wenn Sie dort gefällt mir klicken bei einer Frage, die Sie vielleicht selber bewegt, dann rückt diese Frage in der Priorität weiter nach oben, sodass die Diskutanten die Frage priorisiert vielleicht thematisieren können. Daneben steht die Möglichkeit, an einer Umfrage oder an mehreren kleinen Umfragen teilzunehmen. Die werden wir hier von Seiten der Geschäftsstelle dann live schalten, um während des Webinars gewisse Meinungsbilder und Stimmungsbilder abzufragen. Und ganz am Ende des Webinars kommt auch wie gewohnt noch eine größere Umfrage, wenn dann der Stream zu Ende ist. Auch ein Hinweis für die Teilnehmer auf YouTube, LinkedIn und Facebook. Die Fragen, die dort geschaltet werden oder die dort kommentiert werden, die werden wir nicht hier live beantworten können. Die technischen Möglichkeiten liegen nicht vor. Wir werden uns dann bemühen, diese zusammenzutragen und eine Antwort zuzuführen. Das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Carsten, dann. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank. Ja, das Thema KI ist da. KI wird wohl nicht mehr weggehen, ist gekommen, um zu bleiben sozusagen. Und ja, ich vergleiche das immer so, wenn wir bis einschließlich dem letzten Jahr es noch gewohnt waren, dass uns einmal im Jahr jemand von der Firma Apple erklärt hat, dass sie die Welt sich komplett verändert, weil man ein neues iPhone erfunden hat. Und ansonsten war es ja relativ ruhig im Jahr. Dann ist es jetzt so, dass wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, man jeden Tag eine Mitteilung, mindestens eine bekommt, dass die Welt sich verändern wird, weil die KI wieder was ganz Tolles kann und da sind tolle Dinge erfunden worden. Und ChatGPT, was wir uns ja heute auch noch anschauen werden, hat das ganze Jahr dann auch zugänglich gemacht für alle, das Thema künstliche Intelligenz. Und es finden ja auch sehr viele Webinare und Veranstaltungen zu diesen Themen statt. Und deswegen
sind wir sehr, sehr froh und stolz darauf, dass es uns gelungen ist, heute ein so tolles Referenten-Setup zusammenzustellen. Und ich darf vorstellen, zunächst mal den Jens Henke. Jens Henke, zugeschaltet aus der Reha, das insbesondere zeigt uns doch noch einmal, welche Bedeutung die Angelegenheit hat und freut uns so sehr. Und ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit heute nimmst und uns hier etwas dazu beitragen wirst. Dann den Stefan Groß möchte ich vorstellen, Steuerberater, Certified Information Systems Auditor und ich glaube vielen bekannt von vielen Veranstaltungen und Vorträgen. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Danke, dass du dabei bist. Stefan Groß, Jens Henke und ich zusammen sind Mitglied im Ausschuss 81 der Bundessteuerberater zu den Themen künstliche Intelligenz und IT. So, dann habe ich Professor Dr. Volker Römermann, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin, aber auch Rechtsanwalt, viele Fachanwaltschaften sozusagen und vor allen Dingen ein profunder Kenner des anwaltlichen und steuerberaterlichen Berufsrechts. Und auch darum wird es möglicherweise heute in Teilen gehen. Herzlich willkommen. Dann habe ich Herrn Dr. Matthias Blank vorzustellen. Der Matthias Blank ist von der DATEV und hat insofern eine gewisse Besonderheit, als dass er sowohl Steuerberater als auch Informatiker ist und ist sozusagen als Sparringspartner auf dieser Schnittstelle auch dort bei der DATEV tätig. Und wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast, Matthias. Schön, dass du dabei bist. Ja, Arne Hundertmark, Fritz Günzler und meine Wenigkeit sind bekannt. Und so, dass wir dann schon übergehen können zu der Agenda. Du müsstest Herrn Professor Mellinghoff noch Ach vorstellen. so, wo ist er denn? Habe ich jetzt überlesen? Ich bin ja auch verrückt. Professor Mellinghoff. Aber da ist es ja so, den kennt ja nun wirklich jeder. Das ist ja klar. Herzlich willkommen, Herr Professor Mellinghoff. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, ehemaliger Präsident vom BFH, Bundesverfassungsrichter und jetzt an der am LMU tätig, Zentrum für Digitalisierung des Steuerrechts. Herzlich willkommen. So. Und dann zu den Inhalten. Wir hatten eine Agenda verschickt, hatten aber auch Ihnen dazu geschrieben, dass wir da das, diese die, die Themenentwicklung so dynamisch ist, dass wir uns vorbehalten, das nochmal zu ändern. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und wir gehen wie folgt vor. Der Jens Henke wird uns zum Thema KI eine Einleitung geben, dass wir alle auf einem Stand sind. Dann wird Stefan Groß einige praktische Anwendungsfälle machen, auf die ich sehr gespannt bin, muss ich sagen. Ich habe in anderen Zusammenhängen schon einen Teil davon gesehen. Es ist wirklich sehr interessant und regt auch die Fantasie an. Dr. Blank setzt das fort mit praktischen Anwendungsfällen, auch einen Datefall, den er uns mitgebracht hat noch. Und im Anschluss wollen wir diskutieren. Und da haben wir ein grobes Themenset vorbereitet, bestehend aus Chancen, Risiken der KI, rechtliche Fragen. Da gibt es sicherlich einiges zu besprechen. Thema Datenschutz, Regulierung, Berufsrecht zur KI. Dann die spannende Frage, was macht die Finanzverwaltung? Da werden wir uns auch ein paar Gedanken dazu machen. Was machen die Softwarehersteller, insbesondere was die Fachanwendung angeht, also DATEV, Edison und andere, aber auch natürlich, was machen die Verlage im Moment? Und wenn wir es dann noch schaffen, werden wir uns noch vielleicht Gedanken zu ethischen und gesellschaftlichen Fragen machen können, wenngleich das vielleicht gar nicht der richtige Rahmen dafür ist. Gut. Bevor ich an den Jens Henke übergebe zum Thema Einführung in die KI, hatten wir vorgesehen, eine Umfrage zu machen. Arne? Frage kommt. Umfrage kommt. Magst du die kurz einleiten? Gerne. Machen wir die Kamera kurz wieder dazu an. Wir wollten gerne am Anfang des Webinars einmal Ihren persönlichen Kenntnisstand im Bereich der KI, insbesondere gemünzt auf die Steuerberatung, abfragen. Inwiefern haben Sie sich damit schon mal beschäftigt, gegebenenfalls mit ChatGPT schon mal ein wenig probiert, mit einfachen Fragen? Die Umfrage ist anonym, das heißt, Sie können da einfach gerne klicken. Würde mich freuen, wenn möglichst viele Teilnehmer antworten. Bislang haben 74, 75% mitgemacht. Jetzt ist es relativ konstant. Dann würde ich die Umfrage an dieser Stelle beenden. Wir haben aktuell als Bild, ich bin komplett neu in diesem Bereich mit 21%. Ich habe von KI-Technologien gehört, sie aber noch nicht angewandt, 61%. Ich experimentiere gerade mit KI-Tools immerhin 16%. Oder ich nutze aktiv KI-Tools und Technik in meiner Beratung mit 1%.
Vielen Dank. Ja, das ist auch schon mal ein spannendes Bild. Und dann würde ich jetzt an Jens übergeben. Jens, deine Bühne, bitteschön. Ja, Carsten, vielen, vielen lieben Dank und auch an euch alle nochmal herzliche Grüße aus Berlin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Und ja, danke, dass ihr diese Umfrage gerade vorgeschoben habt, weil ist natürlich immer wieder überraschend. Wir machen das bei den Verbandsveranstaltungen ähnlich, dass wir vorab nochmal fragen, wer hat denn wann schon mal Berührung mit KI gehabt? Die Daten sind immer ungefähr ähnlich. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, nochmal so 5 Minuten eine trockene Einführung in das Thema KI zu machen. Ich will gar nicht länger als 5 Minuten dazu sprechen, weil ich finde die Praxisbeispiele dann natürlich viel, viel anschaulicher als diese graue Theorie. Aber irgendeiner muss es machen und ich mache es jetzt halt mal sehr, sehr gerne. So, lass uns doch erstmal schauen, was ist KI überhaupt? Das ist immer so das Grundentscheidende. Alle sprechen über KI oder auf Englisch AI, ja. Aber was verbirgt sich denn dahinter tatsächlich? Und wo kommt das her? Also das Erste, was wir, glaube ich, für uns alle erstmal festhalten müssen, ist, KI ist ein Marketingbegriff, der in den 50er und 60er Jahren geprägt wurde. Das ist erstmal kein wissenschaftlicher Terminus. Der wurde dann später von der Wissenschaft mit Leben gefüllt und ich habe dann ein ziemlich schlaues Buch bei mir in meiner Bücherwand, die da hinter mir steht. Und eines davon, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das ist so ein Einführungsbuch in die KI von Russell und Norvig. Nennt sich Künstliche Intelligenz, ein moderner Ansatz. Das ist ein Übungsbuch. Das heißt, immer wenn man dort ein Kapitel gelesen hat, kann man danach so ein paar kleine Übungen machen und gucken, ob man das Kapitel auch verstanden hat. Und im Rahmen dieses Übungsbuches gibt es ein Kapitel mit Definition. Und da musste ich nicht so viele Definitionen selber suchen. Ich habe sie einfach diesem Buch entnommen und hier einmal grafisch aufbereitet. Diese Definitionen kann man sich eigentlich auch selber ansehen. Ich finde aber zum Beispiel die Definition von Bellman sehr, sehr treffend, nämlich die Automatisierung von Aktivitäten, die wir dem menschlichen Denken zuordnen, also Aktivitäten wie beispielsweise Entscheidungsfindung, Problemlösung und Lernen. Das ist eine Definition von KI. Dann eine andere Definition, die ich sehr, sehr treffend finde von Kurzweil aus 1990, ist zu sagen, KI ist die Kunst, Maschinen zu schaffen, die Funktionen erfüllen, die werden sie von Menschen ausgeführt, Intelligenz bedürfen. Und wenn wir uns diese Definition einmal vergegenwärtigen, dann fängt KI eigentlich schon sehr, sehr früh an. Also wir alle haben mindestens zwei Arme idealerweise und diese Arme können wir bewegen und mit diesen Armen können wir Funktionen ausführen. Und einige vielleicht wissen das, ich komme aus Niedersachsen, ich bin in Wolfsburg aufgewachsen. Wenn man in Wolfsburg aufwächst, dann hat man häufig mit den Werksrobotern von VW im Rahmen von so Betriebsbesichtigungen zu tun. Ja? Und auch diese einfachen Werksroboter, die eine einfache Armbewegung gemacht haben, die früher ein Mensch gemacht hat, das kann man eigentlich schon unter diese Definition von KI fassen. Genauso kann man zum Beispiel auch unter den KI-Begriff dadurch fassen, so etwas wie das Tamagotchi. Ich weiß nicht, wer das aus den 90er Jahren noch kennt, dieses kleine Ei, was man füttern musste. Und wenn man das nicht gefüttert hat, dann war es halt tot. Ja? Das hat auch letztendlich das Wesen künstlicher Intelligenz. Das heißt, das ist jetzt hier nichts Neues, was irgendwie durch ChatGPT aus dem Boden gestampft wurde, sondern das ist etwas, was sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat in technischer Art und Weise und wir haben heute nur einen bestimmten technischen Stand erreicht. So, wir können uns einfach mal die nächsten Folien noch anschauen, Carsten, die ich mitgebracht habe, indem wir uns einfach mal die Frage stellen, welche Arten von KI gibt es? Ja, es gibt das maschinelle Lernen. Das maschinelle Lernen kennen wir auch aus verschiedenen Anwendungen. Zum Beispiel, wenn wir Kunden einer Sparkasse sind, dann können wir dort uns ein Haushaltsbuch erzeugen lassen aus dem Bankkonto. Und dieses Haushaltsbuch greift letztendlich auf die alltäglichen Bankkontenumsätze zu und ordnet diese dann automatisch einer Haushaltsposition zu. Diejenigen Steuerberaterinnen und Steuerberater, die zum Beispiel auch mit dem Kontoauszugsmanager der DATEV arbeiten, die kennen das. Ja, auch da ist letztendlich Machine Learning in einer sehr, sehr rudimentären Form mit im Einsatz. Zweites Thema, was wir alle aus unserem Alltag kennen, ist das Thema Bilderkennung.
Das Thema Bilderkennung, das ist jetzt auch nichts Neues, das ist auch nichts, was 10 Jahre alt ist, sondern es gibt es auch schon seit den 80ern, dass man letztendlich Dokumente digitalisiert und diese digitalisierten Dokumente dann versucht, maschinell lesbar zu machen durch die sogenannte OCR-Software. Wir nutzen das in unserem Kanzleialltag ja weit überwiegend und ich glaube auch die meisten, die jetzt gesagt haben, sie nutzen KI noch nicht, nutzen KI-Bilderkennung, entweder weil sie Edison One-Click-Nutzer sind oder Dativ-Unternehmen-Online-Nutzer. Auch da wird mit KI gearbeitet. Spracherkennung, gerade die Rechtsanwälte unter Ihnen und unter uns, die neigen ja dazu, wenig selbst schreiben zu können, sondern viel diktieren zu können. Dort gibt es ja auch schon seit 10, 15 Jahren mit Dracoon und anderen ziemlich gute Spracherkennungssoftware, wo man letztendlich reindiktiert und dann letztendlich einen schönen Text kriegt, den man dann noch redigiert. Genauso kennen wir Spracherkennung natürlich alle hier von unseren kleinen Smartphones. Ja, wir können mit Siri oder mit Alexa oder mit, keine Ahnung, wie die von Google heißt, sprechen, ja, und können Befehle erteilen. Also auch das ist eine Anwendung, die in unserem Alltag Einzug gefunden hat. Computer Vision, also Gesichtserkennung, ist auch etwas, was wir zum Beispiel von Flughäfen kennen, ja, was wir auch in anderen Kontexten immer wieder jetzt erleben. Und Robotik hatte ich schon angesprochen. Und dann haben wir natürlich das ganze Thema natursprachliche Verarbeitung, NLP. Und jetzt kombinieren wir einfach mal NLP, Machine Learning, Spracherkennung und Bilderkennung und dann sind wir bei ChatGPT. Das heißt, auch bei solchen Anwendungen wie ChatGPT oder Google Bard haben wir eine Kombination verschiedenster KI-Anwendungen, die wir schon seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten kennen. Wir können dann schon mal weitergehen. Nämlich jetzt zur Frage, was ist generative KI? Generative KI, also das, was wir jetzt als ChatGPT oder Google Bard kennen, ist letztendlich ja nur ein Teil dessen, was wir unter KI verstehen. Und bei generativer KI geht es im Grunde darum, dass ich bestehende Daten, die ich in einer riesigen Datenbank habe, für mich nutzbar mache, um daraus etwas Neues zu generieren. Das heißt, ich brauche entweder Videodaten oder Bilddaten oder Textdaten oder einfach nur Zahlen in einer ganz großen Menge. Ich brauche dann letztendlich einen Text, einen Kontext. Das können wir uns dann gleich mal anhand der Beispiele von Stefan Groß ein bisschen näher angucken, was das bedeutet. Und daraus generiere ich etwas Neues. Sie haben vielleicht dieses Einstiegsbild der Steuerberaterkammer Niedersachsen gesehen. Sie haben gesehen, die Steuerberaterkammer Niedersachsen hat dort jetzt einen wunderschönen Palast gebaut mit dem Fritz-Günzler-Gedächtnisbrunnen im Vordergrund. Und das ist ein KI-generiertes Bild. Ja, das heißt, basierend auf Bilderfahrungsdaten aus einer riesigen Bilddatenbank wurde dieses Bild dann letztendlich generiert und das Bezugsattribut in dem Fall war Niedersachsen. Das heißt, man hat geguckt in der Bilddatenbank, welche Bilder finden wir, die für eine konservative Branche, nächster Kontextpunkt Steuerberatung, passen könnten und das kippen wir mal schön zusammen und machen daraus ein neues Bild. Das ist jetzt sehr, sehr einfach gesprochen, technisch ist das deutlich komplexer, aber das ist letztendlich generative KI. Aus etwas Bestehendem generiere ich etwas Neues. Und da kommen wir letztendlich zu dem, was wir im Alltag in unserer Beratung ja auch machen. Wir nehmen etwas Bestehendes, also Gesetze, Rechtsprechung und die wunderschönen Kommentare und überlegen uns daraus eine neue Gestaltung für unseren Mandanten. Ja. Wir sind halt menschlich generativ unterwegs und KI kann bestimmte Dinge eben auch, wenn die Daten dafür vorhanden sind. Haben wir noch eine Folie? Genau, was kann generative KI? Ich glaube, das habe ich gerade erklärt. Also wir können Bilder generieren, wir können Texte generieren. Wir können aber auch in Richtung Design gehen und wir können in der Forschung damit arbeiten. Ja, also ich kann zum Beispiel in der Medizinforschung, in der Medikamentenforschung, kann ich mit Hilfe generativer KI auch Simulationen von Experimenten durchführen, sodass ich weniger tatsächliche Experimente durchführen muss. Und das ist natürlich auch etwas, was für uns beim Fortschritt zum Beispiel auch in der Krebsheilung und ähnlichen Dingen helfen wird. Dann kommen wir noch zu der Frage, was ist denn jetzt so ein Large Language Modell? Das ist das, was ich gerade als riesiger Datenschatz
beschrieben habe. Ich brauche also eine große Menge Text, den irgendjemand mal geschrieben haben muss. Ja, also solche Leute wie Herr Möllinghoff oder Herr Römermann, die schreiben ja sehr, sehr viel. Und all das kippt man letztendlich dann in so eine Datenbank. Aber alleine das, was die beiden geschrieben haben, reicht nicht annähernd aus, um daraus letztendlich ein Large Language Modell für den Bereich Steuerrecht zu generieren. Sondern ich brauche noch viel, viel mehr Texte, damit es sauber funktioniert. Und da kommen wir hoffentlich nachher in der Diskussion auch nochmal dazu, nämlich die Frage, was bedeutet das denn für Autoren in der Zukunft? Ja, und hier letztendlich nochmal zum Abschluss grafisch dargestellt, was machen wir? Wir müssen, damit wir diesen Datenschatz heben können, Folgendes tun können. Wir müssen einen sogenannten Prompt definieren. Das heißt, wir müssen der Maschine einen Befehl geben. Das heißt, wir müssen ihr sagen, dass sie innerhalb eines bestimmten Kontextes, anhand eines bestimmten Textes, etwas erarbeiten soll. Das heißt, der Algorithmus greift dann zu auf diese frei verfügbaren Texte, vielleicht auch auf Datenbankinhalte, auf lizenzpflichtige Datenbankinhalte, kann auch auf digitale Konversation zurückgreifen und dann anhand einer statistischen Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis produzieren. Und hier möchte ich ein ganz kurzes Beispiel geben, was das bedeutet. Wir bilden einfach mal einen ganz kurzen Satz. Und der Satz beginnt mit "Ich habe". Daraus soll jetzt die Maschine etwas raten. Die Varianten, was die Maschine raten könnte, sind relativ mannigfaltig. Wenn ich der Maschine jetzt aber einen Kontext gebe, zum Beispiel, ich sitze zur Mittagszeit mitten in der Sonne auf Mallorca an der Playa del Palma, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dritte Wort Durst ist, für die Maschine relativ hoch. Also wird die Maschine sagen, ich habe Durst. Ich bilde jetzt ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, ich sitze in meiner onkologischen Praxis und ich sage die Sätze, ich habe. Dann wird die Maschine aufgrund des Kontextes onkologische Praxis wahrscheinlich sagen, okay, dritte Wort ist Krebs. So, also das jetzt einfach mal als Beispiel, wie hier dieser Algorithmus arbeitet. Das heißt, neben dem Text braucht er den Kontext, um anhand der statistischen Wahrscheinlichkeit am Ende des Tages ein Ergebnis zu liefern. Dieses Ergebnis ist nie ein richtiges Ergebnis, sondern immer nur ein weit überwiegend wahrscheinliches Ergebnis. Also so wie das Testat eines Wirtschaftsprüfers ja auch immer nur sagt, es ist weit überwiegend wahrscheinlich, dass das so ist, macht das letztendlich hier dieses statistische Modell auch. Und da kommen wir letztendlich auch zu einigen Grundproblemen, die wir jetzt sicherlich intensiver diskutieren werden. Wir brauchen erstens aktuelle Texte, aktuelle Inhalte, Informationen. Das muss sichergestellt sein. Diese Informationen müssen integer sein und sie müssen valide sein. Und jetzt stellen wir uns mal vor, kommt nachher in der Diskussion hoffentlich dann auch, jemand mit einem gesunden steuerlichen Halbwissen und ziemlich viel Vertriebsmöglichkeiten, der Internetquellen dominiert, schafft es, seine Inhalte möglichst weit nach vorne zu pushen. Dann können Fachleute so viel schreiben, wie sie wollen. Ein Algorithmus wird aufgrund der Präferenz im Zweifel dieses steuerliche Halbwissen für richtig empfinden und am Ende des Tages fehlerhafte Inhalte produzieren, die aber aus seiner Sicht statistisch weit überwiegend richtig sein müssen. Und genau über diese Themen müssen wir uns miteinander Gedanken machen. Und das soll es jetzt auch gewesen sein von mir als kleine Einführung und schon mal so als Vorgriff auf die Diskussion, auf die ich mich sehr freue. Ja, super. Vielen Dank, lieber Jens. Das war doch eindrucksvoll, schon mal in der Einführung. Und wir haben uns überlegt, als nächsten Punkt in der Agenda, dass der Stefan Groß jetzt aus der theoretischen Einführung uns mal überführt in praktische Anwendungsfälle. Und deswegen darf ich dich bitten, lieber Stefan, leg los. So, der Jens hat es erklärt. Generative KI. Generative KI ist auch geeignet, so etwas zu machen. Das sind Bilder, die so nicht existieren und welche alleine von der KI entwickelt wurden. Ja, das ist generative KI, mit der vielfach gearbeitet wird. Und dann entstehen solche Bilder oder eines meiner Lieblingsbilder, der Papst in Balenciaga. Und wir werden immer mehr Schwierigkeiten haben, diese Bilder von echten Bildern zu unterscheiden. Diese Bilder stammen aus dem März 2023, hat sich also nochmal verbessert. Und bei den Texten wird es auch schwierig werden, zwischen dem zu unterscheiden, was generative KI erzeugt und was der Mensch erzeugt. Aber dazu später mehr. Das Entscheidende, wenn wir heute über ChatGPT und ähnliche Systeme sprechen, das hat der Jens wunderbar erklärt in seiner Einführung, ist der sogenannte Prompt. Also,
die Statuszeile, in der ich der KI vereinfacht gesagt sage, was ich gerne möchte, mit der ich die KI befrage, mit der ich mit der KI in Interaktion trete. Und bevor wir jetzt mal zu steuerlichen Themen oder zu Themen im Tagesgeschäft kommen, schauen wir uns mal am Anfang an, was dieser Prompt zu leisten vermag. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Schreibe mir einen Beitrag zu 150 Wörtern über die Chancen und Risiken von KI im Steuerbereich. Zitiere dabei zwei Veröffentlichungen mit unterschiedlichen Meinungen. Schließe mit einem Zitat zum Thema KI. Wenn Sie mich gefragt hätten vor einem Jahr, ob das möglich ist, dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht in 3 oder 4 Jahren, obgleich ich mich mit der Technologie NLP, die Jens beschrieben hat, bereits seit vielen, vielen Jahren beschäftige. Jetzt ist ChatGPT und Co. da und wir können über diesen vermeintlich einfachen Befehl einen komplett neuen Text erzeugen, der so weit bisher nicht existent war. Das heißt, das ist auch der wesentliche Unterschied, den wir heute haben, nämlich die KI erzeugt neue Texte und findet nicht Texte, die bereits vielleicht so im Internet vorhanden sind. Hier mal das Ergebnis, muss man sich nicht ansehen, ist perfekt, perfekte Grammatik, schöner Text, kann man verwenden als sogenannten Rumpftext, als Entwurf und damit weiterarbeiten. Weitere Beispiele, ja, Mails entwerfen im Tagesgeschäft. Ich habe jetzt zum Beispiel mal gesagt, erstellen wir doch bitte mal eine Mail an einen Mandanten, in welcher dieser erinnert wird, seine Unterlagen für die Steuererklärung abzugeben. Und jetzt sieht man, auch hier kommt ein Text raus, wo ich erstmal sage, nicht schlecht. Ja, den muss ich auf dem weißen Blatt Papier erstmal so entwerfen. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dass man solche Texte damit schreibt. Hier hat vielleicht auch schon jeder seine Mustertexte an der Stelle, aber man sieht, zu was diese Technologie in der Lage ist. Und wer jetzt sagt, naja, hätte ich gerne etwas ausführlicher oder viel mehr, ein paar Punkte, Achtung. Der Reflex wäre von uns, das Ganze rauszukopieren und zu ändern. Mit der generativen KI, mit ChatGPT, kann man jetzt mit der Maschine in Interaktion treten und sagen, und das sehen wir auch gleich noch an weiteren Beispielen, wie dieser Text verändert werden kann, was ich mir wünsche. Also ich trete in Interaktion wie mit einem virtuellen Assistenten, wie mit einer virtuellen Assistentin und sage, was ich gerne hätte. Ja, Texte umformulieren. Da habe ich zum Beispiel mal einen Text, den habe ich bewusst einfach mal formulieren lassen von der Maschine, wo ich einen Kollegen bitte, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und jetzt würde man sagen, netter Text, aber so würde ihn von uns wahrscheinlich keiner schreiben. Jetzt habe ich die Maschine gegeben, habe gesagt, mal bitte etwas freundlicher. Und man sieht, der Text, der jetzt entsteht, ist freundlicher. Und das ist es, was ich meine. Das ist neu. Die Maschine kann eigene Sprachstile erzeugen und sie versteht im Kontext über eine natürlich sprachliche Eingabe, was ich von mir möchte und baut es entsprechend um. Ja, das ist etwas, das hatten wir bis vor einem Jahr so nicht an der Stelle. Kreativ werden. Ich habe zum Beispiel gesagt, schreib mir mal einen coolen Post für Social Media zur Ankündigung des ersten deutschlandweiten Text-Hack-Hackathons. Dieser Hackathon soll vom 4. bis zum 6. November in Frankfurt stattfinden. Die Einladung richtet sich an Unternehmen, Universitäten, Entwickler und Steuerexperten. Emojis zu Beginn der Absätze verwenden. Also man sieht schon, ich muss der Maschine relativ präzise sagen, was ich möchte. Und desto genauer ich formuliere, was ich möchte, desto passgenauer fällt die Antwort aus. Man sieht hier, perfekte Postvorlage. Ja? Mit Emojis, so könnt ihr mir das vorstellen, so etwas auf LinkedIn zu posten. Relativ schnell gegangen, jetzt könnte ich umformulieren, die Maschine bitten, das noch abzuändern und so weiter. Also auch das geht, das ist neu. Und ist zugleich Achillesferse, die Maschine erzählt gerne. Ich habe hier mal ein Beispiel am Wochenende gemacht. Schreibt mir eine launige Kurzgeschichte, maximal 100 Wörter, mit folgenden Personen. Carsten Schulz, Steuerberater, Rudolf Mellinghoff, Finanzrichter und Darth Vader. Wenn ich jetzt hier alle bitten würde, sagen, schreiben Sie mir da mal eine Geschichte. Ich denke mal, da würden Sie relativ lange sitzen. Diese Geschichte hat 10 Sekunden gedauert. Im Wartezimmer des Finanzamts saßen Carsten Schulz, der penible Steuerberater. Entschuldige, Carsten hat die Maschine ausgegeben. Rudolf Mellinghoff, der nimmt wieder Finanzrichter und überraschenderweise Darth Vader. Kaffee, bot Carsten an. Darth Vader seufzte, mit 2 Zucker. Die dunkle Seite der Macht mag es süß. Rudolf kicherte. Ich wusste es immer, dass das Imperium Steuerrückstände hat. Vader rollte vermutlich mit den Augen. Es geht nur um eine Todessternabsetzung. Carsten zwinkerte. Ich sagte Rudolf, das ist ein galaktisch guter Fall. Also, coole Geschichte, schnell erstellt. Aber dazu müssen wir später diskutieren. Das ist zugleich die Achillesferse, weil was macht die KI? Die KI neigt dazu, wenn sie bestimmte Dinge nicht kennt oder nicht weiß, Dinge zu erfinden, im Fachjargon zu halluzinieren. Und das ist natürlich ein Problem im steuerlichen Bereich. Dort brauchen wir Fakten, dort brauchen wir Quellen und dort muss das Ganze einem Faktencheck standhalten. Und das heißt, der Vorteil, den die Maschine bietet, das heißt, dass sie schöne Texte entwirft, kann zugleich sich zum Nachteil entwickeln in der steuerfachlichen Arbeit. Weiteres Thema, was ich ganz gern mit dem Bot mache, Brainstorming. Hier mal ein Beispiel. Gib mir Ideen für ein modernes, attraktives Recruiting-Konzept. Hier habe ich 8 Ideen. Jetzt können Sie sagen,
1, 2, 3, 4, 5 kenne ich, aber 7 und 8 finde ich nicht schlecht. Sie müssen sich auch gar nicht damit zufrieden geben. Wenn es Ihnen nicht gefällt, sagen Sie der Maschine, ich hätte gerne weitere 8 Ideen oder formuliere mir Idee 7 und 8 etwas weiter aus. So, das war mal kurz der Aufgalopp. Jetzt kommen wir dazu, was kann ChatGPT im Steuerbereich 1.0 leisten? Warum 1.0? Weil wir müssen klar abschichten, einerseits zwischen Möglichkeiten, die uns die KI bietet, später, und das ist jetzt der Blick in die nahe Zukunft, mit vertraulichen Informationen, mit mandatsspezifischen Informationen. Dort können wir momentan mit ChatGPT und Co. noch nicht arbeiten. Warum? Der Grund liegt darin, die Server liegen in den USA, Thema Datenschutz, Thema personenbezogene Daten. Dennoch, und jetzt erstmal 1.0, gibt es natürlich Dinge bei uns im Berufsalltag, bei uns allen, die nicht vertraulich sind, die uns aber viel Zeit kosten. Und was man da machen kann, wie man die Maschine nutzen kann, hierzu mal ein paar wenige Beispiele, die wir jetzt in der Zeit uns mal ansehen können. Kurzbeiträge und Posts gehen in die Richtung, was ich hatte. Schreib mir einen Kurzbeitrag zur Blockchain, in welcher diese Technologie einfach und prägnant erklärt wird. Dazu sollte erklärt werden, wie sich diese Technologie im Steuerrecht einsetzen lässt. Also keine triviale Aufgabe, so etwas mal kurz und schnell zu erklären, vielleicht auch für einen Newsletter-Beitrag. Nicht so mit ChatGPT. Der Matthias Blank, der sich auch mit der Blockchain beschäftigt, wird mir recht geben. Ja, der erste Absatz ist die Blockchain richtig gut erklärt und im zweiten Absatz wird Bezug genommen auf Möglichkeiten, wie man sie im steuerlichen Kontext einsetzen könnte. Übrigens exakt Dinge, mit denen wir uns aktuell im IDST, im Institut für Digitalisierung im Steuerrecht, auseinandersetzen. Also das passt. Ja, also dafür eine schöne Möglichkeit. Das zweite, aus Stichpunkten werden Beiträge. Cooler Hack. Ich habe hier mal ein Beispiel. Schreibe mir aus folgenden Stichpunkten einen Kurzbeitrag. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Steuerberater, Maschine ersetzt den Menschen, Steuerberater hält seinen Platz, Mensch-Maschine-Beziehung, Ausbildung muss sich ändern, positiv mitgestalten. Also es sind so Dinge, die mir im Kopf rumschweben, die wir auch heute diskutieren. Und ich sage der Maschine einfach, schreib mir dazu doch bitte einen Kurzbeitrag. Und ChatGPT liefert mir einen aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr guten, sehr, sehr fundierten Kurzbeitrag. Müssen wir alles nicht im Detail lesen. Carsten, wenn ihr wollt, im Nachgang schicke ich auch euch die Folien, dann könnt ihr die gerne verteilen. Sehr gerne. So, Exzerpte erstellen, auch eine meiner Lieblingsanwendungsfälle im Tagesgeschäft. Warum nutze ich diese Funktion? Nun, ich lese relativ viel, vor allem Artikel, die man auch im Web findet. Und ich denke mal, da geht es mir wie vielen. Man liest häufig so einen Artikel, 8 Seiten, 10 Seiten. Und am Schluss sagt man, die Zeit hat sich gelohnt oder die Zeit hätte ich mir sparen können. Heute mache ich so, wenn ich einen Artikel habe aus dem Web, dann kopiere ich ihn in ChatGPT oder ich kopiere den Link in ChatGPT und sage der Maschine erstmal, fasse mir das Ganze kurz zusammen. Und dann entscheide ich mich, ob ich den Beitrag lese oder nicht lese. In dem Fall habe ich es einfach mal gemacht mit einem Text, den wir erstellt haben zum Thema Organschaft. Habe den einfach reinkopiert in die Maschine und habe gesagt, gib mir doch mal eine kurze, einfache Zusammenfassung im Sprachstil eines Mandanten. Und die Zusammenfassung ist super. Der ursprüngliche Text, vielleicht so viel dazu, hatte 7 oder 8 Seiten. Hier kann ich jetzt schnell lesen, bekomme Überblick. Gleiches kann man machen mit BMF schreiben, mit Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Also Exzerpte erstellen funktioniert super. Unterstützung bei Vorträgen. Hier mal ein einfaches Beispiel. Da habe ich einfach gesagt, erstelle mir doch mal die Gliederung für einen Vortrag zu den Grundzügen der Umsatzsteuer. Der Vortrag soll 8 Folien beinhalten. Also hier schon eine Limitation. Und man sieht, die Dramaturgie passt. Einführung, was ist die Umsatzsteuer, wer muss Umsatzsteuer zahlen, welche Leistungen unterliegen der UST, wie wird die UST berechnet, Voranmeldung, Jahreserklärung, Steuersätze, Steuerbefreiung, grenzüberschreitend und Zusammenfassung. Mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, das ist der perfekte Vortrag. Mir geht es hier darum, zu demonstrieren, wie die Maschine logisch bestimmte Inhalte in einer Abfolge zusammenstellen kann. Und wenn ich jetzt sagen würde, bitte Punkt 1, den hätte ich jetzt gerne nochmal ausführlicher und dazu Stichpunkte, dann suche ich mir das nicht selbst. Ich gebe der Maschine den Befehl und die Stichpunkte werden erstellt und ich könnte mir dann überlegen, daraus entsprechende Folien zu gestalten. Das ist so ein bisschen die Stunde von Bing Chat, weil jetzt ist es so, wir haben die Situation, muss man sagen, wir haben keine steuerfachliche Literatur oder sehr viel weniger deutsche Steuerfachliteratur drin, als wir uns wünschen würden. Zudem haben wir momentan keine Webanbindung in ChatGPT. Jetzt gibt es aber eine Alternative, die man nutzen kann, in dem Fall Bing Chat. Und da bin ich mal rein, da liegt auch ChatGPT dahinter und habe zum Beispiel gesagt, untersuche den Text dieses Urteils, ja, Aktenzeichen des Bundesfinanzhofs und suche mir dann Urteile und rechtswissenschaftliche Literatur, welche sich auf dieses Urteil beziehen. Und man sieht, er findet das Urteil, generiert Antworten und gibt mir hier entsprechende weitere Hinweise, mit denen ich arbeiten kann. Noch nicht perfekt,
weil dort auch die Maschine teilweise noch nicht auf die komplette Literatur zugreift oder zugreifen kann, nicht damit trainiert wurde oder wie auch immer. Aber das funktioniert ganz gut, weil wir sind jetzt immer noch bei Steuerbereich 1.0, also keine geschlossenen Systeme, die speziell auf Steuerrecht trainiert wurden. Und das ist eine meiner Lieblingssachen, habe ich am Wochenende entdeckt, Ideen-Ping-Pong, was ich neuerdings mit der Maschine mache. Und das will ich mal gern live zeigen. Jetzt müsste der ChatGPT sehen. So ist es, jawohl. Ja, das ist das Neueste, was man machen kann, ja, oder was ich entdeckt habe. Vielleicht kennt es Jens oder Matthias schon. Ich habe einfach gesagt, in ChatGPT, um einen Ideen-Ping-Pong zu betreiben, wo ich immer wieder neue Antworten bekomme, verhalte dich wie ein Steuerberater einer mittelständischen Kanzlei. Ich bin ein neuer Mandant und möchte ein Startup für ein digitales Oktoberfest gründen, ja, namens DigiWiesen. Stelle mir zuerst eine einzige Frage und warte meine Antwort ab. Erst nachdem ich meine Antwort gegeben habe, darfst du mir eine weitere Frage stellen, die ich beantworte. Wenn ich sage, mehr weiß ich nicht, dann entwirf einen Businessplan und einen Gesellschaftsvertrag. Und man sieht, ich habe es mal vorbefüllt, er sagt, ich bin bereit, welche Rechtsform haben Sie vor? Dann würde ich sagen, was würde Sie empfehlen? Sagt er, hier können wir die GmbH nehmen, beliebte Rechtsform und so weiter. Nächste Frage, wie viele Gründer oder Gesellschafter sind bei DigiWiesen beteiligt? Sage ich, eine weitere Gründerin, Aufteilung 50-50. Es geht weiter, verstanden. Haben Sie und andere Gründer bereits darüber gesprochen, welche Rolle, Verantwortungsbereich jeder von übernehmen wird? Ja, wie sieht diese Rollen aus? Und. Was man hier sieht, auf die Art und Weise kann ich, wenn ich den Prompt geschickt gestalte, nicht nur immer neue Fragen an die Maschine stellen, sondern ich kann mit ihr bewusst in Interaktion treten, bis sie mir am Ende, und den Prompt kann jeder einfach mal ausprobieren, mit was anderem, einen kleinen, kurzen Businessplan liefert. Also wirklich beeindruckend, was man dann, wenn man sich etwas länger mit ChatGPT beschäftigt, aus der Maschine rausholen kann. So, jetzt wechseln wir zurück in meine Präsentation. Die solltet ihr jetzt wieder sehen. Geht es jetzt hier weiter? Jawohl. Ja, das ist, was wir gerade gesehen haben. Allerdings, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, die eigentliche Party im Steuerbereich für uns Steuerberater hat noch überhaupt nicht begonnen. Warum? Zum einen das Thema Faktencheck. Ich hatte es bereits gesagt, die KI neigt dazu zu halluzinieren. Wir haben keine Angabe zu Quellen. Auch das, wer vielleicht genau aufgepasst hat, brauchen wir als Steuerberater. Ich weiß überhaupt nicht, wo die Texte herkommen. Das zweite, Thema Datenschutz. An dem Thema muss dringend gearbeitet werden. Und das dritte, das wichtigste Thema, wenn wir über Content sprechen, Steuerfachliteratur ist nur begrenzt vorhanden. Das heißt, wir müssen Content und Technologie verheiraten. Wir müssen das Ganze zusammenbringen. Und wie das dann aussehen könnte, auch da habe ich euch einen Blick so in das Schaufenster mitgebracht. Das erste ist das Beispiel hier eines Bots, den wir selbst gebaut haben und den wir trainiert haben mit einer Art von Wissen. Wer mich kennt, der weiß, eines meiner Lieblingsthemen, GOBD. Und ich habe dem Bot dann einfach mal die Frage gestellt, der jetzt verheiratet war mit Technologie und Inhalten. Gemäß muss ich eine Verfahrensdoku erstellen. Und man sieht, jetzt wird der Bot ausführlich, jetzt wird er richtig gut und jetzt wird speziell. Und am Ende habe ich selbst eine Quellangabe. Wer das Ganze ausprobieren will, das findet sich auf der Seite www.textpunk.de. Dort gibt es ein AI Playground. Und dort gibt es unterschiedliche Chatbots, die wir immer wieder einstellen, kostenfrei, man muss sich nicht registrieren. Und dort kann man mal ausprobieren, wie es ist, was passiert, wenn ich künftig Technologie und Content verknüpfe. Und ich muss sagen, diese Antworten, und ich beschäftige mich seit langer Zeit mit dem GOBD, ist nahezu perfekt. Der Grund ist, dass an der Stelle jetzt bewusst Technologie und steuerlicher Content kombiniert wurde. Das ist das, was der Jens erwähnt hatte. Allerdings, und jetzt muss man einschränken, natürlich nur mit einem ganz kleinen Fachgebiet. Mit dem GOBD. Ich habe ein weiteres Beispiel mitgebracht, stammt von einem Startup, die sich seit vielen Jahren im NLP-Bereich mit Steuerrecht beschäftigen, Tax.io. Und Tax.io baut momentan einen Prototypen, Tax.io Answers, wo sie Inhalte eines gesamten Verlages, in dem Fall Otto Schmidt, und die Technologie von Sprachmodellen, in dem Fall ChatGPT, miteinander kombinieren in einem geschlossenen Bereich, also in einem begrenzten Bereich, wo nicht jeder Zugriff hat. Und man sieht hier oben die Frage in dem kleinen Frame, da steht an einer GmbH, sind R und L zu 49% beteiligt, der restliche Anteil 2% an der GbR gehört W, die GbR hält eine Immobilie, die an eine GmbH vermietet wird, an der R und L zu 50% beteiligt sind, die GmbH nutzt die Immobilie für ihre Produktion, der Gesellschaftsvertrag der GbR und so weiter. Das heißt, es geht noch etwas weiter von der Ankündigung und jetzt geht es immer um die Frage, liegt eine Betriebsaufspaltung vor, ja oder nein? Und diese Antwort ist sehr, sehr gut. Ich habe unten einen kleinen
Haftungsausschluss drin, wenn der Gesellschaftsvertrag entsprechend ist. Aber dann sieht man auch, hier geht es auch in die richtige Richtung, Verheiratung, Content und Literatur. Also das werden wir sehen und wir werden später noch, der Jens hat es in seinen Folien da drin, darüber sprechen, was kommt vielleicht auch denn von den Verlagen. Und ich würde mich trauen, die Aussage zu treffen, dass wir bereits in dem Jahr noch entsprechende Lösungen von Verlagen sehen werden, die diese Sprachmodelle im Hintergrund nutzen. Was kommt? Wir werden immer mehr Möglichkeiten haben, steuerliche und juristische Gutachten zu entwerfen, vorzuformulieren, Schriftsätze zu analysieren oder Gegenpositionen aufzubauen. Und das sind mal so Beispiele an Anlehnung von Tom Bregelmann, der gesagt hat, das sind die Prompts, mit denen wir dann arbeiten werden. Zum Beispiel, suche mir Rechtsprechung und Kommentarliteratur, die die Argumentation in diesem Text, den man dann eingeben würde, unterstützen oder dagegen sprechen. Formuliere eine Gegenposition zu dieser oder jener Abhandlung oder Memo, zitiere dabei Rechtsprechung, Literatur und Verwaltungsauffassung oder vervollständige das vorliegende Memo, indem du eine sehr gut gegliederte rechtliche Begründung samt Zitaten aus Rechtsprechung und juristischer Literatur hinzufügst. Also da wird die Reise hingehen. Wie schnell werden wir sehen, aber wahrscheinlich schneller, wie wir alle vermuten. Ein Thema habe ich noch kurz mitgebracht. Plugins. Man könnte sagen ChatGPT Reloaded. Was hat es damit auf sich? Plugins sind so kleine Tools, kleine Erweiterungen von ChatGPT, die es uns erlauben, Spezialthemen zu lösen. Ja, die findet man in der Version 4.0, das ist die Plus-Version, die auch bezahlungspflichtig ist. Und dazu vielleicht mal ein Beispiel. Man kann zum Beispiel dann mit einem speziellen Plugin, mit dem Linkreader, Videos transkribieren. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Das heißt, man wählt Video in YouTube. Man könnte auch zum Beispiel die heutige Veranstaltung nehmen, kopiert den Link in ChatGPT und sagt, bitte diese Veranstaltung transkribieren oder zusammenfassen. Und das funktioniert perfekt. Im Übrigen auch einer meiner Hacks. Wenn ich mir heute ein Schulungsvideo ansehe, dann jage ich das erstmal durch den Linkreader und überlege mir dann, lohnt sich die Zeit, das Video anzusehen oder nicht anzusehen. Wir haben es im Übrigen auch mal ausprobiert mit der Antrittsrede von Hartmut Schwab beim Steuerberaterkongress. Auch er war begeistert und er sagte, ja, wunderbare Zusammenfassung. Das Problem, wir haben heute über 500 Plugins. Kleiner Tipp, es gibt ein Plugin für Plugins, Pluginpedia steht hier. Und mit diesem Plugin für Plugins können Sie wiederum überlegen, ob es genau für Ihren Anwendungsfall ein Plugin gibt. So, zum Schluss noch ein paar coole Dinge, die ich mitgebracht habe. Es gibt nicht nur ChatGPT, was ich auch ganz gerne nutze, sind ein paar andere Tools. Eins davon ist Flicky. Mit Flicky kann man einen Text eingeben und erhält dann so eine Art Schulungsvideo oder Erklärvideo. Und ich habe das Ganze mal gemacht und sage Mandanteninformation 2.0 und habe mal ein Beispiel mitgebracht, wie eine Mandanteninformation auch aussehen könnte, wenn man dem Mandanten nicht Text schickt, sondern Video schickt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, man hört den Ton. Video ab. In seinem Urteil vom 23. März 2023 stellt das Finanzgericht Hamburg klar, dass im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung ein Zugriffsrecht auf aufbewahrungspflichtige E-Mails besteht. Die Richter setzen aber auch klare Grenzen. Die Richter des Zweiten Senats kommen zu dem Ergebnis, dass der Finanzverwaltung im Rahmen des Rechts auf Datenzugriff ausschließlich Unterlagen zu stehen, die der Steuerpflichtige nach 147 Absatz 1 AO aufzubewahren hat. Kein Anspruch besteht hingegen auf Vorlage eines elektronischen Gesamtjournals, welches Informationen zu... Stoppe mal hier. Also so könnte eine Mandanteninformation auch aussehen. Ja, der Mandant wünscht vielleicht auch keinen Text, sondern Videos. Ich denke mal, das ist eine ganz coole Sache. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe... Deine Stimme ist jetzt sehr zerhackt gerade. Vielleicht. ...mitgebracht habe, da muss ich jetzt mal hin und her schalten zwischen, ja. zwischen zwei Sachen. Man kann heute auch mit Avataren ein Video erzeugen. Und ich habe mir mal was ganz Witziges ausgedacht. Ich habe lass ein Kurzurteil erklären von einem Avatar, den es so nicht gibt. Und das Ganze noch dazu in Schweizerdeutsch. Schauen wir uns an. Ich wechsle jetzt nur kurz das Mikrofon wieder. Im März 2023 stellt das Finanzgericht Hamburg klar, dass im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung ein Zugriffsrecht auf aufbewahrungspflichtige bzw. steuerrelevante E-Mails besteht. Die Richter setzen aber auch klare Grenzen. Also auch sowas könnte man dann machen. Und am Schluss, und dann bin ich auch am Ende, habe ich nochmal was mitgebracht. Das ist was Neues, das Neueste, was ich gefunden habe, Anlehnung an Joseph Rosenbaum. Der macht wahnsinnig coole Prompts. Und er hat einen Prompt gebaut, ähnlich dem, was ich vorher hatte mit dem Ideen-Ping-Pong. Er hat das Ganze aber noch weiter perfektioniert. Und das würde ich jetzt gerne nochmal in ChatGPT selbst zeigen.
Ich wechsle einfach noch mal kurz die Darstellung, teile den anderen Bildschirm für euch. Heute bin ich echt gefordert. Ja? Ich habe so einen kleinen Bildschirm dabei. Jetzt müsstet ihr ChatGPT sehen. Ja. Und ihr seht hier so einen Prompt, den ich initialisiert habe. Ich habe ihn dann auch auf Deutsch geändert. Und man sieht, er baut dann entsprechend etwas auf, was er dann für mich aufbereitet. Und man sieht hier, mit diesem Prompt, der relativ komplex ausschaut, kann ich Folgendes machen. Ich kann eine Interaktion mit ChatGPT starten und es wird später für steuerliche Themen hochinteressant sein. Und am Anfang sagt er, was er von mir braucht. Also er sagt, bitte beantworte diese folgenden Fragen. Welche Aufgabe, welches Ziel möchtest du erreichen oder sie? In welchem Kontext befindet er sich? Also zum Beispiel Steuerrecht. Welche Art von Expertise suche ich? Da habe ich zum Beispiel gesagt, Expertise in ChatGPT. Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Unterschiedliche KI-Tools. Und was er jetzt macht, er baut mir mit diesem Prompt, und das ist verrückt, vollautomatisch meinen persönlichen Assistenten, der mir künftig für spezielle Themen zur Verfügung steht. Und diesen Assistenten zum Beispiel zur Erstellung von E-Mails, diesen Assistenten zum Beispiel zur Erstellung von Beiträgen, kann ich weiter trainieren. Ich habe das dann im Fortgang gemacht. Ich habe zum Beispiel diesen Assistenten trainiert mit Texten von mir und damit hat die Maschine meinen Sprachstil erlernt. Und wenn ich jetzt weitere Texte als Hausaufgabe gebe oder Texte eingebe, dann werden diese Texte exakt in meinem Sprachstil erstellt mit dem entsprechenden Thema. Und diese einzelnen Assistenten kann ich mir links im Frame ablegen und künftige dann speziell mit diesen arbeiten. Man sieht hier, er geht immer weiter, sagt, er ist Experte für ChatGPT. Lass uns beginnen. Er stellt mir weitere Fragen. Um welches Problem geht es? Und damit habe ich sozusagen nochmal einen Schritt mehr aus ChatGPT rausgeholt für die tägliche Arbeit. So, damit, lieber Carsten, bin ich durch und habe nur noch 4 Thesen, die ich kurz mündlich gerne einbringen würde in die weitere Diskussion. Ich bin fest davon überzeugt, KI wird Fleißarbeit von uns übernehmen. Es führt zu einer Demokratisierung des Fachwissens, weil auch dann die breite Masse an Steuerberatern auf einmal über Fachwissen verfügt und mit Fachwissen arbeiten kann, was sie bisher nicht konnte. Nichtsdestotrotz müssen wir immer uns vor Augen halten, das, was aus der Maschine kommt, sind Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Und der wahrscheinlichste Text ist nicht immer unbedingt der richtige Text. Das heißt, wir brauchen auch weiterhin Steuerfachleute, die das kontrollieren. Das bedeutet, der Steuerberater wird aus meiner Sicht ganz klar seinen Platz behalten. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir diese Mensch-Maschine-Beziehung genau ausgestalten und was sich ändern muss und an was wir arbeiten müssen aus meiner Sicht, ist künftig die Aus- und Fortbildung. Und damit wäre ich durch und ich glaube, zeitlich hat es auch gepasst. Bitte um Entschuldigung für dieses Hin- und Herwechseln, dieses Ruckeln, aber ich denke, ihr habt alles gesehen. Danke. Ja, vielen Dank, Stefan. Total spannende Fälle. Und ich glaube, man kann schon sehen, dass einfach zu jedem Themengebiet kann die KI genutzt werden und auch ChatGPT und andere Anwendungen. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz darauf hinweisen, dass der Stefan Groß eine Webinarreihe veranstaltet, hier auch mit QR-Code, wo man sich da einbuchen kann. Das ist kostenlos, also sozusagen alles für den Berufsstand. Auch dafür herzlichen Dank. Und geht am 26.09. schon los mit ChatGPT, wer bist du? Dann die Maschine lebt, Steuerbereich 1.0, also wie kann man diese Prompts erstellen etc. Dann steuerlicher Content Meets Technologie, das ist das Thema mit Steffen Kirchhoff, Taxi.io, also wo dann wirklich Urteile und Kommentierung gegen Sachverhalte laufen können und so weiter und so fort. Hier nur der Hinweis, dass da kann man sich sicherlich gut einbuchen. Ich habe das bereits gemacht. Vielleicht nur einen Hinweis. Wir haben auch den Stefan Werner dabei. Und Stefan Werner wird zeigen, wie seine Vorstellungen sind, wie künftig die Finanzverwaltung generative KI und Sprachmodelle einsetzen wird. Ja, also auch da müssen wir sehen, dass wir als Steuerberater mitkommen, ja, weil die werden die Lösungen einsetzen. Aber danke fürs Zeigen, Carsten. Gerne. Gut, und ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, und zwar deswegen, weil ich jetzt in Vorbereitung auf das heutige Webinar habe ich mir sehr, sehr viele YouTube-Videos und alles Mögliche dazu angeguckt, bin ganz erschlagen von den ganzen Neuerungen, die es da jeden Tag gibt tatsächlich, und habe mal Folgendes gemacht, ich habe mal überlegt, ja, generative KI kann also irgendwie Texte erstellen, Bilder erstellen und so weiter, und dann gibt es ja schon seit Längerem, gibt es Automatisierungs-
Tools und Automatisierungswerkzeuge, die halt über verschiedene Anwendungen und Plattformen hinweg automatisiert Aktionen auslösen können. Und dieses Beispiel, was ich jetzt hier beschrieben habe, das ist sozusagen ein, ja, wenn man so will, das ist jetzt der vollautomatisierte Mandatsneugewinnungsvertriebsassistent oder Assistentin. Das kann man genauso heute schon bauen. Und zwar wie folgt. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt, keiner von uns braucht wahrscheinlich Neumandanten im Moment, jedenfalls nicht so sehr im Steuerberatenden, aber nehmen wir mal an, ich bräuchte das oder kann man sich vielleicht auch umdenken aufs Recruiting und würde also irgendein Event nehmen, über das ich also eine Aktion anträge. Das könnte jetzt sein, dass bei Haufe ein Artikel erscheint zu irgendeinem steuerlichen Thema. Und dann würde ich diesen RSS-Feed möglicherweise von Haufe, den würde ich automatisiert von einer Anwendung namens zum Beispiel Zapier, die Folien bekommen Sie ja alle, also, sodass Sie sich das mal anschauen können, würde ich jetzt diesen RSS-Feed überwachen. Und dann kommt ein neuer Artikel, den packe ich in ChatGPT rein und würde ChatGPT sagen, ja, schreib mir mal eine Zusammenfassung in einer optimalen Textlänge für die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen, weil es auf den Plattformen unterschiedlich ist, und zwar auf dem Niveau Laie, steuerlicher Laie, also eben verständlich zusammengefasst. Dann im nächsten Schritt würde ich von der Bild-KI ein Artikelbild im Kanzlei dazu erstellen lassen, also passend zu den textlichen Inhalten des Artikels. Und dann würde ich, die KI bitten, mal die Zielgruppe herauszufinden, bei welcher Zielgruppe ist es am wahrscheinlichsten, dass die das spannend und interessant finden. Dann würde ich all das von dem Automatisierungstool auf die Social-Media-Plattform hochladen, dort posten, würde von dem Automatisierungstool eine entsprechende Kampagne mit optimalem Budget, was wiederum die KI mir sagen würde, was das optimale Budget ist. Im nächsten Schritt würde ich ein Lead-Formular automatisiert erstellen lassen, würde dann eingehende Anfragen automatisiert beantworten und letzten Endes, ich selber käme dann erst ins Spiel, wenn der eigentliche Beratungstermin tatsächlich schon vereinbart wurde. Und zu diesem Beratungstermin würde mir die KI vorher nochmal vielleicht durch Sachverhaltsfragen, Angaben, die abgefragt wurden, schon mal einen gewissen Vorschlag unterbreiten, was ich denn eigentlich dann dort beraten sollte. Das ist nicht Zukunft, das ist absolut Gegenwart. Das könnte man heute so exakt umsetzen. Ein kluger Prompt-Engineer und jemand, der sich mit all diesen Automatisierungstools Tools auskennt, würde ich mal schätzen, Ein-Mann-Tag-Entwicklung wäre das und dann wäre das schon erledigt. Dann aus meiner Sicht, bevor wir dann in die Diskussionsrunde einsteigen, habe ich so ein Bild mal aufgemalt, von dem ich meine, dass das vielleicht schon Zukunftsmusik noch ist, aber dass da vielleicht die Reise hingeht. Wir haben auf der einen Seite Regeln und Regulatorien wie Gesetze, Rechtsprechung, Verwaltungsanweisung, Kommentierung etc. Und wir haben auf der anderen Seite, und dann wird es ja erst richtig spannend, ne, ChatGPT interagiert heute nur in Teilen mit anderen Daten. Das geht natürlich schon sehr viel, aber es sind dann ja nicht die Mandantendaten, es sind ja nicht die Daten, um die es uns eigentlich gehen würde. Spannend wird es doch dann erst, wenn wir die Mandantendaten aus dem Rechnungswesen beispielsweise, aus den Steuerprogrammen, aus den Dokumentenmanagementsystemen, und an der Stelle möchte ich da kurz daran erinnern, dass viele von uns ja Dokumentenmanagementsysteme haben, möglicherweise schon seit Jahrzehnten, also bei uns, wir haben es seit 20 Jahren, und zwar Volltext erkannt, OCR Volltext erkannt. Das heißt, da liegen riesige Textdateien rum, wo die ganzen Inhalte aus unseren Dokumenten drinstecken. Und wenn ich die nehme und vielleicht dann noch Mandantendaten aus den Vorsystemen des Mandanten und all das dann in einer KI anlernen lasse, sei es ChatGPT in einer geschützten Cloud-Umgebung und dann mal bei Microsoft Azure oder so, und gehe dann hin und sage, überwache bitte diesen Bestand auf Rechtsprechungsänderung. Wenn da irgendwas kommt oder Gesetzesänderungen kommen, dann solltest du, weil der kennt alle Verträge, der kennt die Rechtsprechung, der kennt alles, die KI kennt alles, mir dazu was sagen. Oder erstelle mal eine Planung, eine Zukunftsplanung für das Unternehmen, inklusive aller steuerlichen Implikationen, die es haben kann. Oder die Frage, sind wir hier in einer Mandantengruppe optimal aufgestellt oder würde es sich nicht möglicherweise anbieten, bestimmte Umwandlungen vorzunehmen für eine steuerliche Optimierung oder eine Haftungsoptimierung oder ähnliches. Und das ist das, wo möglicherweise dann eines Tages mal die Reise hingeht aus meiner Sicht. Und ich bin gespannt, auch jetzt in der Diskussion, wo wir uns da mit Stand heute sehen und wie lange es denn noch dauern wird. Weil ich glaube, eins ist auch klar, nie wieder ist die Entwicklung der KI so langsam, wie sie heute war, sozusagen. Okay, dann würde ich jetzt mal überleiten zur Diskussionsrunde. Und da haben wir uns folgende Themenblöcke. Wir haben noch den Matthias. Achso, den Matthias haben wir noch. Das stimmt ja. Matthias, sorry. Ja, perfekt eigentlich. Dann höre ich mal auf zu teilen. Das hatte ich jetzt leider vergessen. Entschuldige bitte. Matthias, du hast uns ja auch noch spannende Anwendungsfälle mitgebracht. Genau, jetzt,
Jetzt bin ich da. Ihr hört mich auch. Gar kein Problem soweit. Ich hatte gerade die ähnlichen Probleme wie der Stefan gehabt. Dementsprechend habe ich aber ein bisschen mehr Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Aber allen Respekt, so flexibel auf die technischen Probleme zu reagieren, Stefan. Vielen Dank dafür. Und ein Punkt muss ich auf jeden Fall nochmal loswerden. Ich habe den Vortrag, glaube ich, vom Stefan jetzt auch zum dritten Mal bereits gehört und es ist jedes Mal erstaunlich. Jedes Mal lernt man was dazu. Jedes Mal kommt was Neues dazu. Gleichzeitig ist es aber relativ undankbar, wenn man dann nach einem Vortrag halten muss und noch irgendwie ein bisschen was draufsetzen muss. Und dementsprechend habe ich mir richtig viel Mühe gegeben, auch mal selber ein bisschen was zu programmieren, um aufzuzeigen, was man mit den Tools auch perspektivisch machen kann und was im Moment schon geht, was halt einfach datenschutzrechtlich nicht wirklich möglich ist, aber was zumindest technisch möglich ist und wo die Welt in ein, zwei Jahren definitiv auch stehen könnte. Vielleicht eine kurze Rückmeldung, ob ihr die Folien seht. Ich glaube, vielleicht ein kurzes Nicken. Danke, Carsten. Vielen Dank dafür. Und ich zeige euch mal einen kurzen Überblick über das Thema Plugins und hier den sogenannten Code Interpreter. Im Endeffekt hat man Zugriff auf diese Plugins letztendlich nur, wenn man die zahlungspflichtige Version verwendet, also $20 im Monat ausgibt. Und wenn man diese $20 im Monat ausgibt, hat man die Möglichkeit, auf ein unheimlich mächtiges Tool zuzugreifen, und das ist dieser Code Interpreter. Was ist das genau? Man kann sich das einfach so vorstellen, wie wenn man dem Sprachmodell einen extrem mächtigen Taschenrechner zur Verfügung stellt. Es ist ein Sprachmodell, es kann keine Mathematik, aber wenn man dieses Tool verwendet, kann man ja Kapitalwertberechnungen machen. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man auch ein vereinfachtes Ertragswertverfahren damit abbilden. Also da kann man unheimlich viel damit machen. Und grundsätzlich ist es so, dass man Files, also Dateien hochladen kann. Also eine ganz klassische Excel-Datei, mit der man dann Datenanalysen fahren kann. Und dementsprechend habe ich mal ein einfaches Beispiel mal mitgebracht, wie das bei der Datenanalyse helfen kann, und das sehen wir auf der nächsten Folie. Ich habe hier einfach mal ein paar synthetische Daten einfach in eine Excel-Datei reingeschrieben. Das kann jetzt mal eine einfache Metzgerei sein, die einfach ein paar Umsätze macht, also einmal 6,92 € am Montag und am Sonntag noch 12 € und so weiter und so fort. Und um das zu analysieren, stößt man relativ schnell in Excel an Größen, an Grenzen. Und dementsprechend braucht man schon ein bisschen Programmierkenntnisse, um das wirklich schön zu visualisieren, um das schön aufzubauen. Aber für einen einfachen Steuerberater schaut so ein Code halt einfach aus wie Bahnhof im Endeffekt. Also man kann damit nicht wirklich umgehen und das kann man auch nicht erwarten, dass man als Steuerrechter in dem Kontext auch noch fit ist. Das Interessante aber ist, dass man das gar nicht mehr können muss. Nämlich, man sagt einfach ChatGPT nur noch, mach mal eine hübsche Analyse, mach mal eine grafische Aufbereitung von den Daten, die ich dir zur Verfügung gestellt habe. Und ich bekomme folgende Grafik, wo man dann einfach zur betriebswirtschaftlichen Beratung diese Daten nutzen könnte, in Klammern Datenschutz beachten, und hier dann sieht, okay, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag sind die Umsätze mehr oder weniger stabil und am Mittwoch und am Sonntag haben wir halt verschiedene Ausreißer. Der Punkt, wo wir aber später noch darüber diskutieren werden, ist definitiv auch der, dass das die Finanzverwaltung perspektivisch auch nutzen wird. Und IDEA zum Beispiel, so ein Punkt, was der ein oder andere Praktiker wahrscheinlich schon gemerkt hat, also Kassenanalysen beispielsweise und Benford-Analysen, kann man sich mit dem Tool letztendlich auch darstellen. Das heißt, man jetzt einfach gibt die Frage weiter, sagt ChatGPT, mach mir mal eine Benford-Analyse, schau mal, welche Zahlen das unnatürlich oft vorkommen. Und hier kommt zum Beispiel die 1 verhältnismäßig selten vor, die 2 ein bisschen häufiger. Und da kann man sich vorstellen, dass dann der Finanzbeamte oder Betriebsprüfer sagt, also irgendwie passt es zu meiner Benford-Verteilung nicht wirklich. Hast du da vielleicht eine Gegenargumentation dafür? Und da kann dir ChatGPT natürlich auch helfen und dementsprechend eine Gegenargumentation in dem Zusammenhang dir glaubhaft machen und dich bei der Argumentation letztendlich unterstützen. Das ist wirklich nur ein einziges Beispiel zu diesem Code-Interpreter, aber es hat eine unheimliche Mächtigkeit und ich glaube, dass das Ding uns in den nächsten Jahren unheimlich viel Spaß bereiten wird, insbesondere bei der betriebswirtschaftlichen Beratung und auch bei sämtlichen Datenanalysen, weil einfach dieses Programmieren oder diesen Code-Schreiben einfach wegfällt und man steuert mit natürlicher Sprache. Der Stefan hat gerade schon ein bisschen was zu den Plugins erzählt. Hier habe ich mir natürlich gedacht, dass ich auch ein Beispiel mit dazu bringe, aber da kann ich natürlich jetzt auch nicht mehr mit irgendwelchen Drittanbieter-Plugins punkten, weil der Stefan natürlich da schon einen enormen Überblick gebracht hat, was natürlich so ein Beispiel wäre, einfach mal einen Tisch zu reservieren oder ähnliches. Also da gibt es unheimlich viele Plugins, aber hat natürlich mit Steuerrecht nichts zu tun. Und diese Plugins, die im Moment am Markt verfügbar sind, haben allerhöchstens mal was mit amerikanischem Steuerrecht zu tun und sind dementsprechend eigentlich nicht wirklich brauchbar für einen deutschen Steuerberater. Aber der Vorteil ist, man kann sich solche Plugins selber bauen.
Und ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir mal 2, 3 Services mal gebaut. Das ist wirklich auch nicht, ja, nicht gemeint als professionelles Beispiel, sondern nur einfach mal als Wink mit dem Zaunpfahl, wo es hingehen könnte. Und ich habe hier 2 Dienste mir selber geschrieben. Das ist einerseits dieser Körperschaftssteuerservice und dieser Körperschaftssteuerservice gibt mir den Gegenstandswert zurück. Das heißt, ich schreibe diesem Service an, gibt mir den Gegenstandswert zu Mandant XY zurück und er gibt mir den Gegenstandswert zurück. Danach habe ich mir noch den Service geschrieben zur Steuerberatervergütungsverordnung, der mir auf Basis dieses Gegenstandswerts und auf Basis meiner Zehntel, die ich letztendlich verlangen möchte, eine Berechnung durchführt, wie hoch die Gebühr ist. Und dann passt es natürlich perfekt, dass der Carsten gerade das Zapier-Plugin schon vorgestellt hat. Das habe ich da mit implementiert. Und das hat natürlich eine unheimliche Funktionalität und ich habe es wirklich nur für das kleinste Beispiel verwendet, das grundsätzlich hier verwendbar ist, einfach mal eine E-Mail generieren. Und klingt im Moment relativ abstrakt, aber wenn ich mir einmal den Prompt vorstelle, wird es, glaube ich, relativ klar, wie man dann ChatGPT perspektivisch nutzen könnte. Frage den Gegenstandswert für die Körperschaftssteuer ab, berechne die Gebühr auf Basis des Gegenstandswerts mit 5 Zehnteln, also mit 0,5 und schicke matthias.blank@dativ.de eine kurze Notiz, dass die Rechnung in entsprechender Höhe versendet werden muss. Jetzt ruft er erst den Körperschaftssteuerservice auf, dann den Steuerberatervergütungsverordnungsservice und dann letztendlich geht er in das Zapier-Plugin und generiert mir automatisch eine E-Mail, die wie folgt aussieht. Hallo Matthias, die Rechnung für die Körperschaftssteuer wurde berechnet, der Gegenstandswert beträgt 5.000 Euro und die Gebühr beträgt 177, bitte versende die Rechnung entsprechend. Wenn man sich noch ein bisschen mehr Mühe gibt, könnte man die Rechnung automatisch generieren, könnte natürlich noch andere Dienste mit anbieten. Ich glaube, da ist die Fantasie die einzige Grenze, die man kennt. Und das ist einfach so ein Weg oder einfach mal so eine gewisse Linie, wo es in den nächsten 1, 2 Jahren hingehen könnte. Weil wenn man dann natürlich noch viel mehr Fleißarbeit reinsetzt und nicht nur 1,5 Stunden, wie es ich gemacht habe, könnt ihr euch, glaube ich, alle vorstellen, was man da letztendlich draus machen kann. Und ich möchte noch ein kleines Beispiel von der DATEV mal mitbringen, dass wir auch mal, ja, dass man auch zeigen kann, wo wir uns gerade beschäftigen. Und das ist bei uns so ein Beispiel, wie man Einspruch generieren könnte. Da eins vorab, ihr könnt es grundsätzlich auch mit ChatGPT machen. Das geht genauso, aber wir haben es einfach mit einer hübscheren Oberfläche mal grundsätzlich gemacht, um das einfach noch ein bisschen einfacher und plakativer zu machen. Und hier sehen wir das mal auf der nächsten Folie, wie dieses Beispiel aussieht. Also meine Problemstellung ist im Endeffekt das, dass ich zu wenig Zeit habe, einen Einspruch zu generieren oder einen Einspruch zu schreiben. Ich weiß aber ziemlich genau, dass mir die Begründung der Finanzverwaltung nicht passt und dass ich nun ein BFH-Urteil gefunden habe, was mir in dem Zusammenhang passen würde für die Einspruchsbegründung. Und dementsprechend schreibe ich datenschutzkonform einfach einen Kontext zum Sachverhalt. Da muss man aufpassen, dass man halt anonymisiert schreibt. Ich schreibe halt nur rein, der Mandant XY und nenne keine konkreten Namen. Aber ich gebe diesen Kontext als Sachverhalt mit und gebe dann noch Wissen und Urteile mit. Da gibt es entweder die Möglichkeit, dass ich entweder dieses BFH-Urteil komplett reinkopiere oder ich habe beispielsweise die Möglichkeit, hier einfach ein BFH-Urteil mit einer Verknüpfung von Lexinform beispielsweise mir reinzuziehen und klickt dann einfach nur noch drauf auf Einspruch erstellen und es kommt ein Einspruch draus, der, sagen wir mal, von der Oberfläche und auch von der Gestaltung schon mal relativ professionell aussieht. Und wenn wir uns alleine mal nur den letzten Absatz anschauen, wie professionell das dann letztendlich auch generiert wird und auch formuliert wird, ist es schon mal echt hochspannend. Die geltend gemachten Umzugskosten meines Mandanten entstanden explizit mit dem Ziel, seine Krankheit erträglich zu machen, da eine ärztliche Bescheinigung die zwingende Notwendigkeit des Umzugs in eine speziell ausgestattete barrierefreie Wohnung aufgrund der Krankheit meines Mandanten bestätigt. Man muss dann nochmal drüber schauen, keine Frage. Man muss beispielsweise noch ein paar Ungereimtheiten lösen, auch keine Frage. Aber grundsätzlich ist das der Weg, wo es hingeht, wo uns einfach, ja, einfache Formulierungsaufgaben, einfacher Aufwand, den wir uns einfach sparen wollen, abgenommen wird und dementsprechend uns Zeit für die wirklich wesentlichen Themen übrig bleiben. Das soll es von mir gewesen sein und dann, Carsten, gebe ich an dich wieder über. Ja, vielen Dank. Spannend. Kannst du denn noch vielleicht auch berichten, was jetzt von dem einen Softwarehersteller DATEV vielleicht sonst noch so an Projekten läuft derzeit, die für uns auch wahrnehmbar werden? Also wir haben beispielsweise auch in dem Kontext mit, was der Stefan Groß mit Taxi.io vorgestellt hat, arbeiten wir auch dran, das Gleiche für Lexinform umzubauen. Also da bin ich auch tagtäglich damit beschäftigt. Das ist genau der gleiche Case. Natürlich haben wir intern natürlich unheimlich viel, sind wir natürlich unheimlich viel damit beschäftigt, auch in der Softwareentwicklung die Leute voranzubringen, wo ich enorm viele Hoffnungen reinsetze, weil selbst ich
als Softwareentwickler muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass da ein Produktivitätsgewinn Faktor 2, Faktor 3 möglich ist. Gar keine Frage. Da sind wir enorm viel damit beschäftigt. Oder auch beispielsweise im Service. Wer ruft schon gern im Service an und sitzt dann in der Warteschlange? Und häufig ist es dann auch so, man muss es den Kollegen natürlich auch nachsehen. Man kann nicht das komplette Produktportfolio kennen, aber dann hat man die falsche Person dran und so weiter. Und da sind wir natürlich auch dran, um solche Servicefälle erstens mal überhaupt nicht mehr stattfinden zu lassen und zum anderen, dass der Kunde, der Mandant oder das Mitglied einfach in dem Kontext viel, viel schneller geholfen wird, als es im Moment der Fall ist. Also das ist so ein grober Überblick und ich glaube, das soll es so grundsätzlich gewesen sein. Aber es ist wirklich, wir haben ein größeres Projekt aufgesetzt, weil wir definitiv auch das Potenzial erkannt haben und ich glaube, das ist absolut essentiell, dass wir uns auch damit beschäftigen. Ja, genau. Und dann spricht meine KI wahrscheinlich mit der Service-KI der Dativ und dann ist ja sie mit allen gesprochen, ne, wenn man so will. Ne? Oder sie rufen am besten gar nicht mehr an bei uns. Genau, so ja, genau. Ja, so wird es wohl werden. Ne? Okay, ja, dann jetzt sind wir ja schon ein bisschen im Plaudern, dann würde ich sagen, setzen wir das auch sofort. Das ist erstmal, war viel Inhalt jetzt in einer Stunde 15. Wir haben, glaube ich, also man könnte erschlagen sein davon und es ist ja noch nicht, wir sind ja noch nicht am Ende. Wenn jetzt müssen wir uns ja schon noch mal mit ein paar anderen Fragen beschäftigen. Was macht das jetzt mit uns und was macht das mit unserer Zukunft? Und was muss auch möglicherweise jetzt geschehen oder als bald geschehen, damit die Entwicklung uns nicht davonläuft sozusagen? Und deswegen denke ich, dass wir vielleicht so über die Themen Chancen und Risiken mal sprechen sollten. Möglicherweise auch zu den rechtlichen Fragen, Datenschutz, Regulierung, Überregulierung möglicherweise auch, Berufsrecht austauschen und im Anschluss dann nochmal gucken, vielleicht was macht die Finanzverwaltung. Das passt vielleicht auch schon ein bisschen zu den Risiken der KI, zumindest im Berufsstand. Denn wenn wir sozusagen mit dem Code-Interpreter und die auch mit dem Code-Interpreter arbeiten, dann stellt sich ja die Frage, was heißt das dann für uns eigentlich? Ne? Wo ist der Mensch noch gefordert? Braucht man ihn noch? Darf ein Richter seine Urteile jetzt mit KI schreiben oder sollte er es besser nicht? Was ist berufsrechtlich los? Ne? Was ist mit der Unabhängigkeit, mit der Eigenverantwortlichkeit etc.? Das sind so Themen, glaube ich, mit denen wir mal losmarschieren sollten. Ja, vielleicht Chancen der KI für den Berufsstand. Wo sehen wir sie und was kann uns das Ganze bringen an den Stellen? Mal in die Runde gefragt. Vielleicht Stefan. Ja, also ich sehe große Chancen in der KI. Matthias hat es erwähnt, effizienter zu werden. Wir haben alle ein Thema, das uns alle bewegt. Zunehmende Zuspitzung des Fachkräftemangels. Und ich glaube, dort sind wir erst am Beginn einer Entwicklung. Und Technologie, allen voran vielleicht ChatGPT und Co. oder andere Lösungen, sind durchaus geeignet, diesen Fachkräftemangel abzudämpfen und abzumildern. Aber es wird zugleich darum gehen, ist auch, was ja Jens immer wieder sagt, wir müssen den Berufsstand mitnehmen. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir setzen jetzt alle KI ein, sondern wir müssen schon überlegen, wie wir es einsetzen, wie wir es verantwortungsvoll einsetzen, wie wir es reflektierend einsetzen. Wir müssen die Mitarbeiter entsprechend ausbilden. Wir müssen Lösungen haben, die steuerfachlichen Content haben. Der muss für viele zugänglich sein. Und wir müssen uns vielleicht auch von Dingen verabschieden, die wir dann nicht mehr lernen oder schulen, weil die von der Maschine übernommen werden. Und wir müssen vielleicht, und das ist mein letzter Punkt, auch die Dinge schulen, die den Menschen von der Maschine unterscheiden. Und was uns unterscheidet, sind Soft Skills, Empathie und so weiter. Das wird die Maschine so nicht übernehmen können. Aber das schulen wir viel zu wenig. Das heißt, da müssen wir uns darauf konzentrieren, um diese viel zitierte Mensch-Maschine-Beziehung ideal im Sinne des Berufsbilds so auszugestalten, dass wir einen großen Mehrwert daraus haben. Und man muss Vorbehalte und Ängste nehmen an der Stelle. Ja, die kann ich nachvollziehen. Aber da müssen wir als Berufsstand arbeiten, ja. Ja, jetzt sind wir ja gerade sehr eng im Moment, alle zeitlich sozusagen, aber müssen wir, ist es geradezu unsere Pflicht schon, jetzt auch zu investieren, auch in die Schulung der Mitarbeitenden und nicht abzuwarten, was dann mal kommen mag. Die Frage kam ja gerade auch in den F&A-Tools, reicht eine Lizenz für die gesamte Kanzlei oder braucht jeder Mitarbeiter eine eigene Lizenz? So sinngemäß muss sich jeder damit beschäftigen. Frage an Stefan nochmal zurück. Aus meiner Sicht, es sollte sich zumindest jede Kanzlei damit beschäftigen, weil die KI wird uns nicht ersetzen, aber die KI wird die Kanzleien, die keine KI einsetzen, werden von Kanzleien unter Druck kommen, die KI einsetzen als solches. Und das ist der Grund, warum wir uns damit
beschäftigen sollten. Im Übrigen, wir haben das Thema anders gelöst. Wir haben einen einheitlichen Zugang über eine API, wo die Mitarbeiter angebunden sind und wo wir auch bis zu 5 unterschiedliche Sprachmodelle fahren können, ja, unter der Motorhaube. Aber das ist Technik, aber wir sollten uns unbedingt alle damit beschäftigen, zumindest die Kanzleiinhaber. Ja, wir werden gleich noch eine Umfrage machen, aber zunächst mal Jens. Ja, Carsten, ich würde den Punkt gerne aufnehmen, den du gerade als Frage gestellt hast. Muss ich mich jetzt schon mit der Frage befassen? Das kam ja auch im F&L raus. Und wie viele Lizenzen brauche ich? Und eben auch das, was Stefan gerade angesprochen hat mit der Weiterbildung. Ich glaube, wir müssen insgesamt einfach mal etwas anders denken, als wir Steuerberater es bislang gewohnt sind zu denken und als wir auch bislang ausgebildet wurden. Wir wurden bislang immer ausgebildet, auf den Punkt genau ein bestimmtes Faktenwissen auf ein Blatt Papier zu schreiben. Das waren die Steuerberaterklausuren. Ich glaube nicht, dass das für die Zukunft noch das richtige Prüfungsschema ist. Ich glaube auch nicht, dass das richtige Ausbildungsformat ist, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass es darum geht, neben den Soft Skills, Stefan, das ist das Entscheidende, was uns von einer Maschine und von einem maschinellen Prozess unterscheidet, das Thema Methodik in den Vordergrund zu stellen. So wie wir das auch in einer exzellenten juristischen Ausbildung, wie beispielsweise in Hamburg, leben. Das heißt, wir wissen nicht jede Einzelheit aus den Einkommensteuerhinweisen im Kopf. Brauchen wir auch gar nicht. Wir müssen die Methodik haben, uns einen Sachverhalt erstmal sauber zu erschließen und diesen Sachverhalt dann sauber zu analysieren und dann zu entscheiden. Denn das ist das, was die Maschine am Ende des Tages nicht kann. Das ist aber das, was wir können müssen, damit wir eine Maschinenlösung wie ChatGPT oder Google Bard oder Aleph Alpha oder was auch immer überhaupt bedienen können. Wir müssen ja wissen, was soll am Ende des Tages rauskommen als Ergebnis. Stichwort Qualitätssicherung. Und deswegen brauchen wir keine Leute, die Wissensbulimie betreiben können, sondern wir brauchen Menschen mit starkem methodischen Wissen und starken methodischen Fähigkeiten. Und da haben wir ein ziemlich großes Brett vor uns, wenn ich mir den aktuellen Stand der Steuerberaterausbildung, aber auch der Fachangestelltenausbildung ansehe. Da brauchen wir ein deutlich dynamischeres System. Danke dir. Professor Römermann. Ich würde gerne 2 Aspekte ganz kurz aufgreifen, die gerade geäußert worden sind. Das eine ist die Qualität und das andere ist die Empathie und das, was Menschen von Maschinen unterscheidet. Vielleicht zuerst zur Qualität. Ich glaube, dass KI zu einer deutlichen Qualitätssteigerung führen wird, bei Steuerberatern, bei Rechtsanwälten, überhaupt bei allen Berufen. Dass, ich habe mal eine Doktorandin an der Humboldt-Uni, einer Doktorandin das Promotionsthema KI in der Rechtsberatung gegeben. Und eine der Thesen, die sie darin äußert, ist folgende. Im Moment gerate ich in die Haftung, weil ich, Volker Römermann, für die Lösung meines Falles eine KI einsetze und die macht Fehler und das wird mir zugerechnet. Und sie sagt, lass mal ein paar Jahre verstreichen, dann ist das umgekehrt. Dann wirst du gefragt, wie konntest du, Volker Römermann, es wagen, ohne Einsatz von KI den Fall zu lösen, der du doch fehlbarer bist als diese Maschine. Also die Frage wird vielleicht umgekehrt gestellt. Ich glaube, dass das richtig ist. Das vielleicht nur als kleine Idee erstmal zum Thema Haftung und was können wir von KI erwarten? Ich glaube, Qualitätssteigerung. Und das Zweite ist, ich habe mit großer Begeisterung, lieber Stefan Groß, Ihrem Vortrag gelauscht, fand ich ganz toll, hätte stundenlang noch zuhören können. An einer Winzigkeit, die aber vielleicht nicht unbedeutend ist, würde ich gerne eine Gegenposition beziehen. Und das ist die Empathie. Sie haben gesagt, das unterscheidet uns halt von der Maschine. Und ich wage die These, dass die Maschine viel empathischer ist, als wir je sein könnten. Und ich will Ihnen das gerne mit einem Beispiel unterlegen. Ich hatte vor Corona irgendwann das Vergnügen, mit Stefan Weil in einer kleinen Gruppe das Silicon Valley besuchen zu dürfen. Und an der Stanford University, da war jemand, der hat eine Brille für Autisten erfunden. Und Autisten können ihr Umfeld nicht richtig einordnen. In dieser Brille war eine Kamera und ein Audiosystem installiert. Und die Kamera überträgt alles, das Audiosystem überträgt alles. Dieser Autist beobachtet Carsten Schulz und beamt die Daten in einen Computer. Und dieser Computer greift nicht wie ich
auf das Erfahrungswissen zu, dass ich 100.000 Menschen begegnet bin im Leben oder 200.000 oder so. Und ich interpretiere in etwa, wenn der die Augenbraue hochzieht, was das wohl zu bedeuten hat. Und wenn er die Stimme senkt oder wenn die Stimme fehlt, da habe ich Erfahrungswissen zu, seit ich Baby bin. Aber mein Erfahrungswissen ist auch nicht ansatzweise vergleichbar mit dem Erfahrungswissen, das ein Computer hat, wenn ich ihn programmiere. Den programmiere ich mit 100 Millionen Leuten. Völlig unproblematisch. Der erkennt dank seiner Kamera deutlicher als meine müden Augen, ob die Augenbraue zittert oder nicht und ob die Wange sich rötet oder nicht und ob die Stimme ein Tremolo hat oder nicht. Das könnte ich gar nicht so hören. Der hört das aber. Und der vergleicht das mit den Situationen, die er schon erlebt hat. Und dann beamt er in die Brille des Autisten zurück. Das ist doch Carsten Schulz, das ist ein total netter Kerl. Und außerdem, der lächelt gerade. Sag ihm Hallo und sei freundlich mit ihm. Die Maschine analysiert Emotionen und erlaubt es uns, sehr viel präziser als ich es könnte, durch meine beschränkten Analyse- und Erfahrungsmöglichkeiten auf die Emotionen des anderen passgenau zu reagieren. Und ich meine sogar, lieber Stefan Groß, dass Ihre Beispiele, die Sie gebracht haben, schon ein Teil des Beweises dazu sind, weil Sie haben ganz wunderbare Beispiele gebracht. Und da war die E-Mail und die E-Mail, ich habe mir das aufgeschrieben, die fing an, lieber so und so, ich hoffe, diese E-Mail erreicht Sie wohl auf. So fing der Computer an zu schreiben. Toll, da fühle ich mich richtig gut als Empfänger. Ich sage, oh, der denkt an mich, ne? War aber ChatGPT, aber das weiß ich ja nicht. Also, was ich sagen will, ist, wenn wir uns versuchen, auf das Alleinstellungsmerkmal von Menschen, nämlich Empathie, zurückzuziehen, werden wir scheitern. Ich glaube im Gegenteil, dass wir auch in diesem Bereich die Möglichkeiten, die KI bietet, voll ausschöpfen sollten und dass uns auch das auf ein höheres Service-Level bringen wird. Also nicht nur Qualität in der Sache, sondern auch im Service-Level haben wir enormes Steigerungspotenzial. Also ich bin ja selbst Rechtsanwalt, deswegen sage ich es mal über meinen Beruf. Rechtsanwälte sind nicht immer die geborenen Service-Kings. Und ich glaube, dass wir enorm profitieren können, wenn wir erkennen, dass wir da auch Unterstützung brauchen und unglaublich sinnvoll einsetzen können. Mhm. Vielen Dank. Arne hat sich, glaube ich, gemeldet. Ja, ich finde das einfach ganz spannend, weil diese Texte ja von den großen Datenmengen leben. Wir wenden in der Geschäftsstelle jetzt auch schon ChatGPT an, um generische Texte für gewisse Veröffentlichungen zu erstellen. Und die beginnen auch häufig mit, ich hoffe, es geht Ihnen gut, Sie sind wohlauf. Meine steile These ist, die Maschine ist nicht so empathisch an der Stelle, sondern lebt halt aus den Daten der Corona-Pandemie. Und da ging so sinngemäß jede Mail damit los. Ich hoffe, Sie sind gesund, es geht Ihnen noch gut. Und darum hat die KI für sich vielleicht, aber das wissen die Kollegen besser, für sich verortet. Okay, ich frage erstmal, ob es allen gut geht in dem Text. Das macht man wohl so. Von der Geschäftsstelle wollen wir schon ins Berufsrecht übergehen, Carsten? Das, ja. Vielleicht, dass wir noch mal darüber oder eine erst Ebene die Umfrage nehmen. Einmal. Eine Ebene darüber noch. Vielleicht das Thema Regulierung fände ich vielleicht mal ganz spannend, dass wir das ganz kurz drüber sprechen, denn wir haben da von der EU was bekommen und da wollte ich direkt mal Professor Dr. Mellinghoff ansprechen zu der Frage Regulierung und was die noch so umtreibt am Zentrum für Digitalisierung. Ja, also die Frage der Regulierung oder überhaupt der Richtlinien für den Einsatz der KI, das ist ja ein brennendes Thema, was alle beschäftigt. Und wenn man sich ein bisschen umhört, dann sieht man plötzlich, dass der Vatikan selbst eine ethische Richtlinie für den Einsatz der KI verabschiedet hat. Letzte Woche sind die chinesischen Richtlinien veröffentlicht worden, die für den Einsatz für die KI einsetzen wollen. Und ich will mal so ein bisschen Spoiler sein, aber nicht, weil ich dahinter stehe, sondern weil ich ganz dunkle Wolken am Horizont aufziehen sehe. Im Juni hat das Parlament seine Stellungnahme zum AI Act verabschiedet. Und wenn man das liest, was da vorgesehen ist, dann muss ich sagen, dann wird es wirklich brenzlig und wir alle kennen Datenschutzbeauftragte und wissen schon, was das für eine Freude ist. Dann werden wir demnächst AI-Beauftragte haben. Also der Anwendungsbereich, den das Parlament für die KI-Verordnung definiert,
Das sind nach der aktuellen Fassung KI-Systeme, das sind maschinenbasierte Systeme, die so konzipiert sind, dass sie mit unterschiedlichen Graden an Autonomie operieren und für explizite oder implizite Ziele Ergebnisse wie Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen erzeugen können, die die physische oder virtuelle Umgebung beeinflussen können. Also generative KI fällt da garantiert drunter, aber auch sehr, sehr viele andere. Und dann geht's los. Dann geht es nämlich los, dass kategorisiert wird, unannehmbare Risiken. Das heißt also, eine automatische Gesichtserkennung wird generell verboten. Und dann kommen die Hochrisikosysteme, dann andere, die mit Transparenzanforderungen versehen werden und dann ein geringes und minimales Risiko. Da gelten dann die generellen Anforderungen und die generellen Anforderungen, die sind schon menschliche Aufsicht, technische Robustheit, Schutz der Privatsphäre und Datenschutz, Transparenz. Also die KI-Systeme müssen in einer Weise entwickelt und eingesetzt werden, die eine angemessene Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit ermöglicht, wobei den Menschen bewusst gemacht werden muss, dass sie mit einem KI-System kommunizieren. Das heißt also, diese schönen Mandantenbriefe müssen dann immer mit einem Hinweis versehen werden. Vielfalt, Nichtdiskriminierung, Fairness, soziales und ökologisches Wohlergehen muss berücksichtigt werden. Und wenn man dann sieht, was ein Hochrisiko-KI-System nach den Vorstellungen des Europäischen Parlaments sind, dann sind das nicht nur biometrische Identifizierung, sondern unter anderem ausdrücklich aufgeführt Unterstützung bei der Auslegung und Anwendung von Gesetzen. Das heißt also, alles, was wir in der Rechtsberatung und Steuerberatung verwenden, was Tax.io macht oder Ähnliches, ist ein Hochrisiko-KI-System. Und wenn man dann sieht, was bei einem Hochrisiko-KI-System gefordert werden soll, dann müssen Anbieter und Anwender eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen und Regeln beachten, die in einem eigenen Kapitel im AI Act vorgesehen sind. Und dann ist es auch so, dass besondere Handlungen der eingesetzten Trainingsdaten, Aufklärungspflichten gegenüber den Nutzern, der Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen muss weiterhin sicherstellen, dass die Systeme vor dem Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme die entsprechenden Konformitätsprüfungen durchlaufen haben. Also das, was dort momentan im sogenannten Trilogverfahren in Europa diskutiert wird, ich weiß gar nicht, ob wir das alle auf dem Bildschirm haben. Das ist ein enormes Risiko, dass wir plötzlich, wenn das in Kraft gesetzt wird, das, was wir doch eigentlich brauchen, eine vorausschauende Beschäftigung mit diesen Systemen, um dann anschließend darüber zu entscheiden, wie setzen wir sie ein, setzen wir sie Verantwortungsbewusstsein ein oder nicht, das wird uns von vornherein in diesem Punkt abgeschnitten. Ich will das nur mal als doch ziemlich realistische Gefahr beschreiben, denn auch im Deutschen Bundestag, der sich ja schon lange mit dem AI-Act beschäftigt, ist eine ganz breite Strömung, die hinter diesen Regulierungsvorschlägen der Europäischen Kommission steht. Das ist der Grund, weshalb wir uns momentan damit beschäftigen, natürlich auch mit anderen Modellen. Amerika setzt mehr auf freiwillige Vereinbarungen zunächst mal. China setzt auf strikte Haftungsregeln, die aber sehr weitgehend sind und so weitgehend sind, dass man sich gelegentlich natürlich die Frage stellen muss, ob überhaupt sowas eingesetzt werden kann, wenn man für jegliches Fehlverhalten, Fehlinterpretation, falsche Auskunft oder Ähnliches haften. Also das ist ein ganz großer Bereich, wo wir momentan tätig sind und forschen, wo wir die Sachen untersuchen. Aber ich will doch darauf hinweisen, dass in Europa da schon düstere Wolken am Himmel aufziehen für all diejenigen, die jetzt mit großer Freude und spielerischem Engagement sich diesen Themen widmen. Und als letztes noch der Datenschutzbeauftragte des Bundes hat natürlich auch seine eigenen Vorschläge gestern im Deutschlandfunk im
Sonntagsinterview geführt und sagte also, dass von vornherein erstmal Datenschutzbestimmungen beachtet werden müssen und klassifiziert werden müssen, welche Daten überhaupt für die Programmierung und für die Anlernung von KI-Systemen verwendet werden. Das heißt, wir machen das jetzt und ich bin immer wieder fasziniert von dem, was Stefan Groß macht und finde das großartig und auch, was Matthias Blank uns gezeigt hat, sind wunderbare Dinge. Aber die Frage stellt sich irgendwann schon, wie gehen wir damit um und wie gehen wir dann mit einer Regulierung um, die ich eben mal so in ganz groben Zügen skizziert habe, ohne zu wissen, was hinterher bei diesem Trilogverfahren in Europa rauskommt. Ja, herzlichen Dank. Sie sehen sozusagen die reale Gefahr, dass all das, was wir heute ausprobieren und testen können und wunderbar hier betreiben, möglicherweise dann eben gar nicht mehr in der Form machen können oder vielleicht, dass es für die Hersteller einfach auch viel zu aufwendig und zu teuer ist und wir dann Wettbewerbsnachteile gegenüber China und keine Ahnung, den also USA. Ich will mal sagen, wenn natürlich wir beklagen uns immer über die Regulierung und dann sehen wir einen AI-Act in der Entstehung, der nichts anderes bedeutet als eine unglaubliche Regulierung mit 100 Seiten, die dazu doch führt, dass kleine Start-ups diese Dinge sehr viel weniger bewältigen können als ein großes Softwarehaus, was im Grunde genommen dann halt ein paar Leute einstellt, die rechtlichen Rahmenbedingungen mehr oder weniger erfüllen und das machen. Also ich sehe diesen AI-Act kritisch. Er hat natürlich wichtige Ansatzpunkte, den Schutz von Grundrechten, auch die Verantwortlichkeit für gewisse Systeme. Das will ich auch nicht beiseite schieben, dass das kein Problem ist. Diese Probleme müssen wir im Blick haben, nicht? Aber ich glaube, so wie wir momentan vorgehen, wird es auf Dauer gesehen, ich meine, gut, der AI-Act wird nicht nächstes Jahr in Kraft treten. Er wird, wenn überhaupt, 2025, vielleicht auch später in Kraft treten, nicht? Und dann will ich aber noch mal einen anderen Punkt machen. Die Finanzverwaltung brüstet sich, das Bundeszentralamt für Steuern und andere großartig, dass sie künstliche Intelligenz einsetzen. Ich stelle mal die Frage, wie weit das wirklich die künstliche Intelligenz ist, über die wir gerade sprechen, nicht? Aber wenn wir dann mal nachfragen, was die Finanzverwaltung denn eigentlich hinter ihren Mauern treibt und mal wissen wollen, welche Systeme sie verwendet, dann wird gesagt, nein, das dürfen wir nun überhaupt nicht nach außen bekannt geben, denn das ist natürlich Hochrisiko, dass der Steuerpflichtige hinterher weiß, was die Finanzverwaltung macht. Also da ist natürlich auch eine gewisse Diskrepanz, die kennen wir natürlich schon im Datenschutz, nicht? Die Finanzverwaltung darf alles machen, nicht? Die ist quasi in weiten Bereichen datenschutzrechtlich mit Sonderregelungen ausgenommen, nicht? Also da gibt es Ungleichgewichte und ich finde schon, das ist etwas, das darf man bei der weiteren Diskussion, so schön alles experimentieren mit ChatGPT ist, dürfen wir diese Entwicklung nicht aus dem Blick verlieren und müssen dringend darauf achten, dass uns die Hände nicht so gebunden werden, dass wir diese doch notwendig, wie das sowohl von Stefan wie von Herrn Henke gesagt worden ist, die ja doch notwendigen Dinge, dass wir die in Zukunft doch einsetzen und anwenden können und dass wir dort auch Startups und jungen Unternehmen die Möglichkeit geben, dort aktiv tätig zu werden. Ja, vielen Dank, Professor Mellinger, für das Statement nochmal. Jens? Ja, danke. Ich finde das gut, dass wir jetzt so ausführlich nochmal das Thema AI-Act besprechen, weil es ist ja jetzt in den letzten Tagen nochmal hier gerade in Berlin, ich kriege das am Rande mit, doch sehr viel Dynamik reingekommen. Auch viele Interessenvertreter laufen gerade Sturm, was das Thema AI-Act angeht. Ich würde kurz über das Thema Hochrisikotechnologie vielleicht einmal sprechen wollen, weil bei allen tollen Dingen, die wir mit künstlicher Intelligenz tun können, gibt es doch nicht wenige Dinge, auch wo ich jetzt so ein bisschen experimentiert habe und auch gerade noch experimentiere, die tatsächlich ein Problem darstellen können. Also es klang gerade so nett in den F&A, eine Kollegin hat geschrieben, Herr Henke, sieht wie KI aus. Nein, ich bin tatsächlich echt, ich benutze nur eine gute Hautcreme. Aber
Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, Avatare zu generieren, die täuschend echt aussehen. Und zwar nicht erst seit diesem Jahr. Also es gab vor, ich meine, es ist jetzt knapp 4 Jahre her, zum Beispiel mal ein Angriffsszenario eines russischen Dienstes in den USA. Da hat man es tatsächlich geschafft, über LinkedIn-Kontakte bis an die Kontaktdaten von engen Mitarbeitern von Donald Trump ranzukommen. Was hat man gemacht? Man hat letztendlich einen Avatar gebaut, eine weibliche Person, die aufgrund ihres Aussehens offenbar zur Zielgruppe von bestimmten Personen im politischen Washington gehört hat und hat sich dann Schritt für Schritt über LinkedIn-Vernetzung immer weiter vorgearbeitet. Das geht heute tatsächlich noch besser. Wer es verfolgt hat, vor knapp 2 Monaten hat ein ukrainischer Sicherheitsdienst ein Putin-Video gefälscht, wo die Mobilmachung in Russland ausgerufen wurde. Man muss das Ganze nicht so hochtrabend machen. Man kann zum Beispiel auch, sag einfach mal, 4, 5 E-Mails von Führungskräften nehmen und daraus eine gefakte E-Mail bauen, um zum Beispiel eine Bargeldtransaktion anzufordern und ähnliche Geschichten. Also diese ganzen Scam-E-Mails, die wir alle kennen mit nigerianischen Prinzen oder gefakten Geschäftsführern, die werden immer besser zurzeit. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, was ChatGPT an Möglichkeiten bietet. Also sprich, wir haben hier schon eine scharfe Waffe in der Hand, ähnlich wie eine Kettensäge. Ja? Und wenn Sie mit einer Kettensäge in den Wald gehen, bevor Sie das tun, müssen Sie auch eine Sachkundeprüfung machen, damit Sie diese Kettensäge bedienen können. Das heißt, wir brauchen schon eine bestimmte Form der Regulierung, was generative KI angeht, einfach auch, um die Wirtschaft, um uns alle ein Stück weit zu schützen. Ob wir eine Bevormundung brauchen, das ist eine ganz andere Frage. Der AI Act wirkt in einigen Teilen, da bin ich bei Herrn Mellinghoff, durchaus bevormundend. Und ziehen wir einfach mal eine historische Analogie. Das, was wir jetzt erleben, das können wir sicherlich vergleichen mit der Markteinführung oder der Erfindung der Dampfmaschine und den daraus folgenden Maschinen, wie zum Beispiel die Eisenbahn. Und hätte man eine solche Regulierung damals schon auf die Dampfmaschine draufgeworfen, dann hätten wir wahrscheinlich nicht im nächsten Schritt die Eisenbahn bekommen. Das sollte man immer mit bedenken. Was hat man aber trotzdem gemacht, nachdem die ersten Dampfkessel explodiert sind? Man hat letztendlich die technischen Überwachungsvereine etabliert, die wir heute noch alle kennen, den TÜV. Ja? Das ist letztendlich aus diesem ganzen Thema Dampfmaschine mit raus entstanden. Und wenn wir jetzt mal einen Vergleich ziehen zum Dampfmaschinenzeitalter, wo stehen wir heute? Ziehen wir den Vergleich zur Lokomotive, zur Eisenbahn. Wir haben jetzt quasi Eisenbahnzeitalter, die erste Eisenbahnstrecke gebaut, die war zwischen Nürnberg und Fürth. Und genau da stehen wir jetzt heute im Vergleich zum Thema ChatGPT. Das heißt, wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit bekommen, frei zu denken, zu experimentieren, allerdings verantwortungsvoll zu experimentieren, dann treten wir diese Innovation in Europa sicherlich tot. Das heißt, wir brauchen einen Rahmen, der uns in Verantwortung kreativ sein lässt. Und ja, das ist letztendlich mein Petitum. Gut, das sind die zwei Enden, die wir beachten müssen, denke ich ja mal. Ne? Stefan, weil du gleich los musst, möchte ich dich gerne mal zu Wort kommen lassen. Ja, vielen Dank. Also ich kann das nur unterstreichen, was meine Vorredner gesagt haben. Ich wollte einmal noch kurz abschichten. Wir müssen künftig unterscheiden zwischen ganz offenen Modellen wie ChatGPT, über die wir dann alle nutzen und nutzen können, wo sie die Frage stellt, welche Datenschutzvorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen sind da, damit wir sie nutzen können. Ja, also auch für vertrauliche Informationen, personenbezogene Daten und so weiter. Im Übrigen hier nur der Hinweis, wir werden in, schätze ich, 2 bis 4 Wochen die Möglichkeit haben, ChatGPT integriert in Office 365 zu nutzen. Ob wir es dann nutzen dürfen und können, ist eine andere Frage, aber auch damit müssen wir uns beschäftigen. Das zweite sind Modelle hinter einer Bezahlschranke, die bei den Verlagen laufen. Die Verlage werden natürlich keine öffentlichen Modelle nehmen und öffentliche Modelle mit ihren Daten trainieren, sondern die werden es in einem geschlossenen Bereich machen, weil ansonsten nutze ich ja den Content der Verlage nicht mehr oder beziehungsweise sind ja das wertvollste Gut, das sie haben, nämlich Steuerfachliteratur, los auf einen Schlag. Das werden geschlossene Systeme sein, da muss man abwarten, mit welchem Sprachmodell die arbeiten. Und das dritte ist die Frage, was nutze ich als Kanzlei? Weil als Kanzlei gibt es nämlich einen Anwendungsfall, den wir gar nicht besprochen haben, der aber aus meiner Sicht mit der spannendste Anwendungsfall ist, nämlich die Kombination von einem Sprachmodell mit meinem Dokumentenmanagementsystem.
Also was habe ich die letzten 20, 30, 40 Jahre in der Kanzlei produziert und kann es mit den Sprachmodellen verarbeiten und abrufbar machen, ja, über entsprechende Texte. Und so etwas wird wahrscheinlich nur in einem geschlossenen Bereich laufen oder funktionieren. Und da stellt sich wiederum die Frage, ist es dann zum Beispiel ein On-Premise-Modell? Das heißt, hole ich mir das Sprachmodell nicht aus der Cloud, sondern lasse ich es auf meinen Server laufen. Das ist zum Beispiel was, Carsten, was wir momentan machen. Wir testen momentan drei Sprachmodelle parallel, die wir on-premise runtergezogen haben. Da ist ChatGPT nicht dabei, das kann man nicht on-premise runterziehen. Zum Beispiel Sprachmodelle der University of Washington und andere, die haben wir bei uns auf eine performante Maschine gezogen und lassen die nur in-house laufen. Ja, da hat kein anderer Zugriff. Und dann habe ich natürlich ganz andere, geringere Hürden, was das Thema Datenschutz und so weiter angeht, weil ich nicht auf eine externe Lösung zugreife, sondern sie ist bei mir gehostet, so wie mein Dokumentmanagementsystem. Aber auch da haben wir den Luxus, dass wir im Haus jemanden haben, der sich exklusiv mit dem Thema beschäftigt. Da ist halt die Frage, was machen kleinere Einheiten? Ja, die Großen haben das auch entsprechend. Aber da müssen wir einfach auch sehen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt für den Berufsstand insgesamt, da auch wiederum eine Lösung, die die Datenschutzbestimmungen einhält, zur Verfügung zu stellen. Das sind so die drei Schichten, die man hat. In der Tat, ich höre noch kurz zu, würde mich dann verabschieden. Vielen, vielen Dank für die Einladung und noch weiter eine spannende, erkenntnisreiche Diskussion euch allen. Ich denke mal, wir haben uns nicht zum letzten Mal zu diesem Thema gehört. Davon gehe ich aus. Ja, vielen Dank und schon mal an dich auch vom Niedersächsischen Berufsstand für deine Teilnahme heute. Und dann wünschen wir dir auch noch einen schönen Abend in Salzburg. Prima, herzlichen Dank. Ich würde gerne jetzt in das Abstraktionsniveau so ein bisschen Berufsrecht mal ansiedeln. Und bevor wir das aber machen, machen wir noch mal eine kleine Umfrage, weil uns auch schon ein paar Teilnehmer verloren gegangen sind. Und dann fehlt es nachher an der Repräsentanz, Arne. Genau. Ich würde jetzt einmal die Umfrage starten, was Sie als vielversprechendste Vorteile der KI-Nutzung einschätzen. So, ich werde das gleich auch teilen. Das habe ich jetzt rausgefunden, wie das geht. Aktuell führt ganz klar die Automatisierung routinemäßiger Aufgaben und eine effiziente Datenverarbeitung. Jetzt würde ich die Umfrage beenden an dieser Stelle. So, ja. Jetzt müssten die Ergebnisse gesehen werden. So ist es. Ja. So, wir werden die Umfragen dann auch im Nachgang mit der Aufzeichnung veröffentlichen. Ja, stellen wir im Anschluss bereit. Dann lasst uns doch noch mal über rechtliche Fragen sprechen, insbesondere, ich glaube, Datenschutzregulierung haben wir soweit erstmal abgefrühstückt, aber berufsrechtliche Fragen. Ist das zulässig, sozusagen in der Mandantenberatung, ohne Preisgabe, jetzt sagen wir mal vielleicht der konkreten Mandantendaten, aber jetzt ChatGPT zu nutzen oder andere künstliche Intelligenz zu nutzen, sozusagen, oder unter welchen Bedingungen ist es zulässig? Vielleicht der Professor Römermann, da eine Einschätzung würde uns interessieren. Ja, sehr gerne. Also wir haben ja das Glück, dass wir noch keine spezifische Regulierung haben und insoweit sind dem Einsatz wenig Grenzen gesetzt. Wir haben natürlich im Grunde in Verknüpfung mit dem Datenschutzrecht haben wir ja unsere eigene Schweigepflicht, die wir auch beachten müssen. Und da müssen wir eben aufpassen, dass nicht in so ein System wie OpenAI konkrete Mandantendaten eingegeben werden, einfach weil es die Kanzlei nicht verlassen darf, grundsätzlich. Ich habe natürlich nach § 62a Absatz 3 Steuerberatungsgesetz diese Möglichkeit, Dienstleister einzusetzen, Verträge mit Dienstleistern zu machen. Aber das wird mit OpenAI, glaube ich, relativ schwierig sein. Man muss also gucken, ob man andere Dienstleister findet. Aber selbst die, wenn die dann am Schluss die Daten zu OpenAI weitergeben würden, dann würde einem das, glaube ich, nichts helfen. Das heißt, im Moment, wenn wir ChatGPT in Mandate bringen wollen, wenn wir das da einsetzen wollen, müssen wir eine anonymisierte Fassung haben. Das ist natürlich etwas mühselig, dass man also da mit Max Mustermann arbeitet und erstellen wir den Vertrag für denjenigen und am Schluss muss man den Max Mustermann wieder ersetzen durch die jeweiligen Mandantendaten. Dazu wird es sicherlich kurzfristig technische Möglichkeiten geben, dass Max Mustermann standardmäßig eingesetzt und dann wieder dechiffriert wird sozusagen. Aber im Moment muss man darauf achten, wenn man damit arbeitet, dass man da nicht die konkreten Daten, auch nicht die Erkennbarkeit herstellt, also auch nicht die Adressen oder so, sondern man muss immer mit abstrakten Formulierungen und Formularen arbeiten. Aber ansonsten, es gibt manchmal die Diskussion, darf ein Steuerberater, oder das wird, Schulz, Sie haben es vorhin auch erwähnt, wird auch gerne im Zusammenhang mit Richtern erwähnt, darf ein Richter ein Urteil vorbereiten lassen durch KI?
Und meine Frage wäre, warum denn nicht? Also ob ich jetzt einen Referendar, einen Praktikanten, einen irgendwen bitte, etwas vorzubereiten oder nicht, warum sollte das berufsrechtlich unzulässig sein? Also am Schluss muss ich die Verantwortung dafür tragen, was ich unterschreibe, ja. Und am Schluss muss das Urteil von dem Richter ausgehen. Richtig. Aber warum sollte der denn sozusagen höchstpersönlich jedes Wort geschrieben haben müssen? Also ich weiß, dass das zum Teil diskutiert wird, auch in Richterverbänden und so. Aber ich sehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo das Problem sein sollte. Denn das eine ist die Vorbereitung und das andere ist die Übernahme der Verantwortung für das Produkt. Und ich sehe also nicht, dass das Berufsrecht da, jedenfalls bei Steuerberatern oder Rechtsanwälten, Hürden errichten würde. Und bin gespannt, Herr Mellinghoff, ob Sie das auch so sehen. Ja, Herr Professor Mellinghoff, ich auch. Ich glaube, das Entscheidende dabei ist natürlich, welche Systeme dem zugrunde gelegt werden. Die Gefahr, die besteht, ist ja, und das kennt man ja aus Amerika mit dem Predictive Analysis, je nachdem, welchen Datenbestand Sie dem zugrunde legen, bekommen Sie ja ein bestimmtes Urteil ausgeworfen. Das heißt, dieser Datenbestand, den ich zugrunde lege, der muss natürlich hinreichend valide, qualifiziert, vielseitig, diskriminierungsfrei und Ähnliches und auch öffentlich bekannt sein. Und dann hätte ich keine Probleme, wenn ein Richter auf solche Hilfsmittel zurückgreift und sich dann seine Auffassung bildet. Aber wenn er zum Beispiel nur den Datenbestand eines bestimmten Verlages von seinem Dienstherrn zur Verfügung gestellt bekommt, weil er nämlich kein Geld hat, ihm alle Datenbestände der Verlage zur Verfügung zu stellen, dann sehe ich da schon gewisse Probleme. Also von daher ist das nicht so ganz einfach zu beantworten, ja, er darf das immer machen, nicht? Gut, ich glaube, zwischen Richter und Steuerberater oder Anwalt musste man da wahrscheinlich auch nochmal möglicherweise unterscheiden. Aber Herr Römermann, Sie wollten nochmal dazu. Ja, ich weiß nicht, wobei, zwischendurch gibt es noch eine andere Wortmeldung, also wenn ich direkt darauf reagieren darf. Ja. Ich finde, wir sollten generell der Versuchung widerstehen, strengere Anforderungen an die Maschine zu stellen als an uns Menschen. Bei Personen, bei Steuerberatern, bei Rechtsanwälten, bei Richtern weiß ich nie, welche Auswahl an Quellen der in seinem Kopf hat. Es gibt ja sogar eine Diskussion darüber, und in Deutschland ist das zulässig meines Erachtens, und es gibt Unternehmen, die das sammeln, ob du eine personalisierte Urteilsanalyse machen kannst. Will heißen, nicht nur der Text eines finanzgerichtlichen Urteils wird erfasst und in Datenbanken getan, sondern auch die Namen der Richter. Und das heißt, der Mandant kommt zu mir und sagt, Römermann, ich habe folgenden Fall und ich überlege, wo wird das anhängig? Beim Finanzgericht Hannover. Und dann schaue ich mal, welcher Richter zuständig wäre. Und ich frage die Maschine, wie wird denn der entscheiden? Also die Maschine kennt ja die letzten 598 Urteile, die der gefällt hat, und 300 davon betreffen dieses Rechtsgebiet und 200 betreffen eine ähnliche Frage. Und dann sagt die Maschine, deine Erfolgswahrscheinlichkeit sind 95%. Dann sage ich, super, wir klagen sofort. In Frankreich ist es verboten, personenbezogene Daten von Richtern zu sammeln. Die haben offen, also wenn ich das als Anwalt so sagen darf, haben die womöglich Angst davor, bei Fehlern allzu oft ertappt zu werden. Und deswegen haben die keine Lust, dass das veröffentlicht wird. Aber es ist nur meine persönliche ketzerische Meinung dazu, vermutlich völlig falsch. In Deutschland ist es noch nicht verboten oder ist es gar nicht verboten. Und deswegen gibt es Unternehmen, die das analysieren. Also ich glaube, dass wir da auch analysemäßig, auch prognosemäßig übrigens, deutlich besser werden. Und wenn ich da noch ein ganz kleines Beispiel nennen darf, manchmal kommen Mandanten zu mir und die wollen irgendwie klagen und dann ist das beim Landgericht Hamburg oder so. Und die sagen, kennen Sie den Vorsitzenden Richter? Und ich sage, ja klar, also das ist einer, der ist juristisch sehr präzise immer. Oder das ist einer, der hat von Juristerei eigentlich keine Ahnung, der macht das so wirtschaftlich. Oder. So, aber in Wirklichkeit, worauf beruht denn meine Einschätzung? Ich habe den Richter vielleicht 5-mal im Leben gesehen. Das ist ja nicht so, dass man jetzt nur bei einem Gericht wäre, sondern man ist die ganze Zeit irgendwo unterwegs. Das heißt, meine Einschätzung beruht
auf einer minimalen empirischen Basis. Der Computer kann alle Urteile von demjenigen erfassen, hat natürlich eine viel detailliertere, viel genauere Beurteilung, wie dieser Finanzrichter urteilt. Der weiß genau, was ist bei dem Finanzrichter Schmidt auf seinem Schreibtisch, was steht da für ein Buch? Weil ich zitiere ja das, was ich auf meinem Schreibtisch stehen habe. Weil da greife ich halt hin und schlage das auf und zitiere es. Und ich habe in meinem Kopf 10 Urteile oder 50, egal, die ich gerne zitiere, die kenne ich, da fühle ich mich zu Hause. Und der Computer weiß das. Also der kann deswegen ja ganz genau sagen, auf welche Quellen wird dieser Berufsträger zurückgreifen. Und damit ist das von der Prognosewahrscheinlichkeit sehr hoch. Und das ist natürlich schön, das wird uns sogar einige Prozesse ersparen vielleicht, wenn man sagt, hier, also Wahrscheinlichkeit ist 0,3%, brauchen wir gar nicht anzufangen. Und diese Prognose hätte ich selbst ja vielleicht nie geschafft, weil ich nicht die Basis dafür habe. Mhm. Spannender Aspekt, muss ich sagen. Dann würde mich jetzt mal und ich glaube auch die Teilnehmenden, Beurteilung der Geschäftsstelle dazu auch nochmal interessieren, wie wir das berufsrechtlich sehen. Ja, also ich würde jetzt ja wahnsinnig gerne in einen starken Dissens zu Professor Römermann treten, aber so groß ist der Dissens an der Stelle gar nicht. Wobei ich es schon so sehe, dass das Berufsrecht Hürden hat beim Einsatz von KI, aber diese Hürden sind überspringbar. Die einfachste Berufspflicht, die hatten wir heute schon mehrfach, ist die Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, wenn ich mit personenbezogenen Daten arbeite, dann dürfen die nicht für fremde Dritte einsehbar sein, die für mich nicht überschaubar sind vom Adressatenkreis, wo ich keine Datenverarbeitungsverträge habe. Stichwort Microsoft Office 365. Aber da hat ja Microsoft inzwischen auch schon eingelenkt. Man arbeitet gerade an einer in Deutschland gehosteten cloudbasierten Lösung und wird da ein berufsständisch konformes System aufsetzen. Insofern gehe ich auch davon aus, dass auch ChatGPT in irgendeiner Weise die feinen Berufe, die berufsrechtlichen Verschwiegenheitsträger für sich als Markt entdecken wird und dann gegebenenfalls abgeschottete Systeme schaffen wird, die mit vielleicht On-Premise-Lösungen oder in irgendeiner anderen Art abgesichert arbeiten. Also das sehe ich als überspringbare Hürde, die Verschwiegenheit. Das wird, und wenn es mit anderen Anbietern ist, das wird funktionieren. Dann gibt es auch die Berufspflicht, haben wir heute auch schon mehrfach gehört, das Thema, ich muss immer eigenverantwortlich arbeiten. Das ist auch wieder Konsens mit allen Teilnehmern. Die KI muss genauso überwacht werden wie ein Mitarbeiter. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, von dem ich weiß, er spinnt gerne, also hat kreative Gestaltungsansätze. Dann weiß ich ganz genau, da gucke ich mal vielleicht ein bisschen genauer hin als Steuerberater. Da habe ich eine Überwachungsverantwortung und am Ende muss ich eigenverantwortlich handeln. Das heißt, als Steuerberater muss ich mir ein fachliches Urteil von der von mir verantworteten Gestaltungsvariante dann bilden und kann nicht rein die KI darauf ansetzen, welche Umwandlungslösung jetzt die beste ist. Das ist aber lösbar, das ist einsetzbar. Und das andere, was einem auch noch ins Auge springt, und das hat Professor Mellinghoff genannt, ist das Thema Unabhängigkeit. Sollte sich in irgendeiner Weise ein Platzhirsch, ein Art Monopol herauskristallisieren und ein Programm derart dominierend im Markt sein, dass es wirklich keine Alternative mehr gibt, dann bin ich abhängig in meinem täglichen Doing als Freiberufler von einer Lösung. Und in dem Moment verstoße ich gegen meine Unabhängigkeit, weil dann kann ich mir meine Urteile nicht mehr selbst bilden, sondern ich verlasse mich immer auf ein System. Da brauche ich den Markt, das heißt, da brauche ich andere Programme und Möglichkeiten. Um das Ganze abzuschließen, das Berufsrecht ist eine Leitplanke beim Einsatz von KI, aber ist auf keinen Fall eine Wand. Das heißt, wir arbeiten mit Generalklauseln, wir arbeiten mit lösbaren Modellen, aber nicht alles, was KI bietet, ist erlaubt. Jens Henke. Ja, ich möchte jetzt nochmal auf drei Punkte eingehen, die gerade genannt wurden. Also erstens das Thema Qualitätssicherungsprozess. Das ist im Grunde genau derselbe Review-Ablauf, wie wir ihn jetzt in der Kanzlei auch haben, nur dass wir letztendlich hier anstelle eines fachlichen Mitarbeiters, der etwas vorbereitet, eine KI haben. Das heißt eben auch für uns im Alltag, dass wir nur die Dinge von der KI bearbeiten lassen dürfen, also hier in dem Fall von generativer KI, die wir auch selbst in der Lage sind, fachlich zu beurteilen. Heißt also für mich ganz klar, wenn ich in einer Kanzlei tätig bin, die ganz toll als Buchhaltungsbude unterwegs ist, aber vom internationalen Steuerrecht leider herzlich wenig Ahnung hat, dann kann ich auch nicht mit Hilfe generativer KI Stellungnahmen zum internationalen Steuerrecht
schreiben, sondern dann frage ich hier den entsprechenden Fachkollegen, den ich kenne. Der wiederum kann natürlich in seinem Metier generative KI einsetzen. Also das ist letztendlich aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, ja, es gibt auch heute schon die technischen Lösungen zur Abschottung. Ja, also ich kann mir ein Sprachmodell wie zum Beispiel ChatGPT, kann ich mir über die Microsoft Azure Cloud lizenzieren und mir meine eigene in sich geschlossene Umgebung bauen. Es gibt diverse Anbieter jetzt mittlerweile im Markt, die hatten wir auch in Berlin bei der Tex Arena zum Beispiel, die sagen, ja, wir sind die Ersten, die sowas gebaut haben. Das ist, Carsten, in 2 bis 3 Beratertagen gebaut, so ein Modell. Ich weiß, ihr experimentiert da ja auch gerade so ein bisschen. Das geht. Das können aber nur große Einheiten sich auch wirklich leisten und finanzieren. Stefan Groß hat es angesprochen. Deswegen sehe ich auch, gerade mit dem Blick auf das Risiko einer Monopolisierung dieser Technologie durch einen großen Sprachmodellanbieter, ja, Stichwort Plattformtechnologie, sehe ich eigentlich für uns eine gute gängige Lösung, die wir eigentlich schon seit 40, 50 Jahren haben, nämlich die DATEV. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ein Sprachmodell für die rechts- und steuerberatenden Berufe in genossenschaftliche Hände gehört, um dort letztendlich eine Plattform zu schaffen, die ein Sprachmodell zur Verfügung stellt, was auch die Einzelkanzlei nutzen kann, was genauso aber auch die große Einheit nutzen kann, was uns nicht nur vorgefertigte Lösungen, wie zum Beispiel diesen Einspruchsassistenten bietet, sondern uns auch selbst die Möglichkeit gibt, kreativ zu werden, über eigene Chatbot-Bilder, eigene Bots zu bauen. Also der Stefan Groß hatte ja vorhin sein DSGVO beziehungsweise sein GOBD-Bot gezeigt. Das können wir alles selber bauen. Das ist kein Hexenwerk. Das machen Sie in 5 Minuten, wenn Sie die passende Lösung dazu haben. Und genau das ist etwas, was ich mir natürlich auch von der DATEV wünsche. Eben nicht nur fertige Lösungen von der Stange, sondern die Möglichkeit eben dann auch selbst kreativ zu werden und mir eigene Bots für meine spezifischen Anwendungsfälle zu bauen. Und ich bin fest davon überzeugt, wir heben dadurch ganz, ganz viel Kreativitätspotenzial. Letzter Punkt, den wir als Berufsstand regeln müssen, ist das Thema mit den Verlagen. Es bringt uns nichts, nur mit einem Verlag eine Lösung zu haben. Wir brauchen alle. Wir brauchen alle Verlage in einer Lösung, ansonsten taugt das Ganze nichts. Ansonsten switchen wir hin und her und das ist aus Usability-Gesichtspunkten nicht sinnvoll. Damit kommen wir aber natürlich auch zu dem Punkt, wir brauchen dann auch eine gerechte Vergütungslösung für diejenigen, die das Wissen geschaffen haben, was Grundlage der Verlagsprodukte ist. Vielen Dank. Damit möchte ich abschließen. Vielen Dank. Matthias, wir sind jetzt 16:30 Punkt. Wir können noch weitersprechen, aber ich würde jetzt gerne unsere finale Umfrage machen, bevor uns zu viele Kolleginnen und Kollegen jetzt hier dann von der Stange gehen, sozusagen. Schmeißt du die einmal an? Genau, es sind streng genommen noch 3 kurze Umfragen. Und zwar einmal, haben Sie bereits KI-Tools erprobt? Wir stellen die Umfrageergebnisse natürlich im Anschluss allen zur Verfügung. Ich glaube, da ist die ein oder andere spannende Erkenntnis dabei. Und vielleicht möchte ich an der Stelle gleich mal sagen, also aus meiner Sicht ist das Thema so gewaltig, gewichtig und für den Berufsstand von großer Bedeutung, dass ich schon denke, dass wir bei der Steuerberaterkammer einen Ausschuss dazu schaffen sollten für die Zukunft. Sie wissen alle, dass jetzt im September Wahlen anstehen und dem neuen Vorstand, wie auch immer sich dann zusammensetzt, sei doch unbedingt anempfohlen, einen regelmäßigen Austausch zu organisieren, um auch sozusagen so ein bisschen dieses Wissen, was doch bei so manchen Leuchtturmen vorhanden ist, zu demokratisieren und allen zur Verfügung zu stellen. Also hier muss der Berufsstand zusammenstehen, aus meiner Sicht. Auch wenn diese Herausforderungen, die da kommen, sind groß. Und ich bin auch ganz der Auffassung, es dürfen nicht nur die Großen diese Technologie jetzt in den nächsten 2 Jahren gut verwenden können, sondern wir müssten schon auch gucken, dass alle was davon haben, alle Kanzleien. Vielen Dank für die Umfragen, Durchführungen. Ich möchte noch einmal kurz Professor Römermann das Wort geben. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur auf einen Widerspruch
aufmerksam machen, der sich gerade ergeben hat. Und tatsächlich wäre es vielleicht sinnvoll, wenn der Berufsstand sich dazu eine Meinung bildet. Und zwar einerseits sagt Herr Henke mit großer Berechtigung, wir sollten uns nicht auf 100 Plattformen tummeln müssen, da jeder Verlag irgendwie seine eigene Plattform hat. Das nervt mich auch, wenn ich da springen muss und so, ganz furchtbar, völlig unpraktisch. Und andererseits sagt Herr Hundertmark, wenn du nur einen Anbieter hast, dann bist du berufsrechtlich nicht mehr unabhängig. Geht gar nicht. Das ist ja ein Widerspruch an sich. Also man muss ja gucken und da muss man vielleicht auch eine Meinung zu bilden oder es wäre sinnvoll einzubilden. Was will man eigentlich? Abgesehen davon muss man dann allerdings auch sehen, dass es möglicherweise noch andere Gesetze gibt als das Steuerberatergesetz, Steuerberatungsgesetz. Das wundert mich auch immer mal wieder, aber da gibt es so exotische Sachen wie das Kartellrecht, sodass ich fürchte, dass die sehr praktische Idee, der ich sofort vieles abgewinnen würde, nämlich, dass wir nur noch einen Anbieter haben und da surfen wir geschützt sozusagen und so weiter, das wird, glaube ich, kartellrechtlich gar nicht gehen, sodass wir, glaube ich, mehrere haben. Abgesehen davon, wenn es ginge, wäre es, glaube ich, kein Thema der Unabhängigkeit, glaube ich, weil die berufsrechtliche Unabhängigkeit ist nicht so, dass ich intellektuell geschützt werden muss vor der Abhängigkeit von einem Inhaber eines Verlages oder so. Da würde ich an der Stelle, 100 Mark, Sie haben ja vorhin nach Differenzen zwischen uns beiden gesucht. Ne? Das wäre einer. Also ich glaube, dass hier der Umstand, dass es möglicherweise am Markt nur einen Anbieter gäbe, dass das nicht dazu führt, dass die Steuerberatung dadurch unzulässig wäre wegen der intellektuellen Abhängigkeit. Also okay. Ich glaube, es ist kein, muss man sich das angucken, muss dann überlegen, gibt es irgendeine Initiative vom Berufsstand, soll die DATEV im Grunde alle Verlage unter ihre breiten Flügel nehmen und da eine Lösung schaffen oder so. Das wäre sinnvoll, dazu eine bessere Lösung zu finden als im Moment. Vielen Dank. Professor Mellinghoff, würde ich gerne noch das letzte Wort sozusagen erteilen und dann nochmal an Präsident Günzler übertragen. Ja, weil ich muss nämlich jetzt gleich weg. Deswegen wollte ich mich einmal verabschieden. Ich wollte mir übrigens sagen, verfassungsrechtlich geht das überhaupt nicht, alle Verlage sozusagen zusammenzubinden. Nicht? Das geht nur auf freiwilliger Basis. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich und wir müssen mit diesen unterschiedlichen Dingen leben. Und viele Verlage haben sich ja bereits zu Plattformen zusammengeschlossen und andere versuchen dann, andere mit an Bord zu holen. Also das wissen die Verlage auch selber, dass wenn sie erfolgreich sein wollen, dass sie dann die gleichen Schnittstellen haben müssen. Nicht? Aber ich muss mich jetzt leider verabschieden, weil ich ziemlich eng getaktet bin. Ja, fand es eine schöne Veranstaltung und wünsche noch viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Ja. Ja. Fritz. Ja, vielen Dank, Herr Professor Mellinghoff, aber auch vielen Dank an die anderen Teilnehmer dieser Diskussion, aber auch Dankeschön an die Teilnehmer, die uns über zwei Stunden gefolgt sind. Das ist ja fast keiner verloren gegangen. Das zeigt, dass wir ein Thema aufgerufen haben, das interessiert. Ich glaube, in der Debatte ist deutlich geworden, dass es erhebliche Auswirkungen auf unseren Berufsstand haben wird. Welche genau, das habe ich noch nicht so ganz erfasst, ehrlicherweise. Das wissen wir, glaube ich, auch noch nicht, weil die Entwicklungen ja so schnell sind. Aber es ist wichtig, Carsten Schulz hat es angesprochen, dass wir als Berufsstand am Ball bleiben. Wir haben ja den Ausschuss für Zukunft des Berufes schon bei der Steuerberaterkammer Niedersachsen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn der neu gewählte Vorstand im Amt ist, dass man den dann erweitert, auch genau um solche Fragestellungen, weil es doch schon wichtig ist, dass wir alle mitnehmen. Wir haben über 8000 Mitglieder in der Steuerberaterkammer Niedersachsen und nicht jeder wird eine eigene Abteilung haben, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Und der Zugang für alle, Jens Henke hat es ja angesprochen, ist wichtig. Also von daher, glaube ich, war das heute ein Auftakt, aber ein total spannender Auftakt mit vielen Einblicken, auch mit vielen Fragestellungen. Wir konnten nicht überall eine Antwort drauf geben oder die Teilnehmer in der Diskussion, aber wir bleiben dran und ich habe am Anfang schon darauf hingewiesen und wie gesagt, wir haben ein gutes Miteinander mit dem Steuerberaterverband Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Dort gibt es eben das Live-Webinar Generative KI in der Steuerberatung mit zwei Modulen. Da kann man auch eine Prüfung ablegen. Der Jens Henke macht das.
Also von daher, wer da tiefer einsteigen will, kann über Modul 1 das Grundverständnis erfahren und dann auch Anwendungsbeispiele, so habe ich es jedenfalls in der Einladung verstanden, über das Modul 2 mit Praxisübungen. Also von daher kann man auch daran bleiben, aber es sind eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Herr Mellinghoff hat ja auch deutlich darauf hingewiesen, vielleicht ist das ja dann, wenn Europa sich durchsetzt, alles Makulatur, was wir hier diskutieren, weil wir das gar nicht anwenden dürften. Das wäre ja auch schon was ganz Besonderes, dass wenn der Regulierungswahn auch hier wieder zugreifen würde, bei allen Schutzbedürfnissen, die wir haben. Nochmals herzlichen Dankeschön in die Runde. Vielen lieben Dank, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben und wir bleiben im Gespräch und wir werden uns in verschiedenen Kontexten genauso wiedersehen und darüber reden. Dankeschön. Vielen Dank.